und herzlich willkommen zu Mikis und Melonies Filmuniversum. Darum geht's heute. Ne? Wir wollten es euch mal zeigen. Wir haben ein ganz kleines bisschen bestellt bei Rebuy. Also offensichtlich, ne? Tatsächlich, das ist das merkwürdigste eingepackteste Paket der Welt. Ja. Leider. Ach verdammt, ne? Wir hätten es nur hier aufmachen müssen. Es war so einfach und wir haben es doch so kompliziert aufgemacht. Leider, also wir könnten es jetzt ja einfach mal so faken und sagen, unsere Kamera lief beim ersten Mal nicht. Tat sie auch nicht. Und deswegen ist die ganze Aufnahme schief gegangen. Und wir müssen das jetzt nochmal drehen. Könnten wir jetzt behaupten an dieser Stelle? Wie viel Akku haben wir denn? 100 Minuten und 7. Also 107 sagt unser Akku. Ich hoffe, unsere Festplatte sagt in etwa das Gleiche. Wir könnten sagen, es ist bei der Aufnahme irgendwas schief gegangen, weshalb dieses Paket hier schon offen ist. Du meinst wie bei diesem einen Video? So wie bei vielen Videos der Asi-Gang. Nein, wie bei diesem einen Video, wo wir auch was gemacht haben und dann auf einmal... Ich könnte auch behaupten, ich habe einfach alles gelöscht. Ach ja, so war das. Aber ich musste einfach arbeiten und der Hermesbote kam eine Dreiviertelstunde zu spät. Wäre er pünktlich gekommen oder so, wie wir es geplant hätten, hätten wir ein Zeitfenster von einer Stunde gehabt und es hätte gereicht. Aber er kam eine Viertelstunde, bevor ich los musste zur Arbeit und reicht nicht, ne? Wisst ihr. Also schon gar nicht bei so einem Riesenpaket. Deswegen haben wir in der Viertelstunde es einfach schnell aufgerissen und reingeguckt und heute drehen wir es dann. Es ist ein merkwürdig, wir haben schon mal diesen Winkel geprüft, zu euch zu gucken. Was so drin ist. Genau, wir wissen jetzt, was drin ist. Wie die Qualität eigentlich ist, wissen wir auch teilweise, schon. Teilweise echt vergessen. Ne? Und wir dürfen so viel sagen. Es ist die größte Bestellung ever. Die größte Bestellung ever. Ein original eingepacktes Ding. Eine Edition, die nicht so ankam, wie wir sie wollten. Und ich habe meinen Snapper wieder abbekommen. Yeah. Ein Snapper ist dabei. Der obligatorische Snapper ist ohne dabei. Snapper ist auch wie bei Scheiße. Und wir haben uns ziemlich dumm angestellt bei diesem Paket. Und ich habe mich da schon geärgert, dass wir das nicht gefilmt haben. Weil wir wussten nicht, wie wir diesen Scheiß aufbekommen sollten. Und haben das hier irgendwie so aufgerissen. Aufgerufen. Aber anscheinend... Das ist wie ein Westpaket. Ne, hier hätten wir einfach nur schneiden müssen. Und aber ganz ehrlich, die kleben da das Ding drauf, wo ja eigentlich immer oben ist. Ja, das Ding hat da gestört. So, also... Ne, es ist schon ausgepackt, es ist nicht mehr original alles drin. Also ich meine, nicht mehr in der Reihenfolge, wie es drin war. Ach. Wir werden jetzt nicht mehr so überrascht sein, aber wir versuchen uns wieder rein zu steigern und so dieses, wie wird das wohl ankommen, ist auch alles dabei und so. Also es sind ein paar geile Sachen dabei, wir haben diesmal auch mal ein paar Special Editions gekauft. Ein schönes, guck mal, wir können hier so. Pass auf, müssen wir hier irgendwas runterreißen? Ja, genau. Für uns ist das jetzt ganz gut. Okay. Deiner ist rechts, meiner ist, nee, andersrum. Na, ist egal. Na, passt ja auch perfekt, wie wir sitzen. Passt schon. Ich nehme mal meinen ersten Film. Nein. Deswegen, ja. Wir versuchen das jetzt einfach zu reproduzieren, als wenn wir quasi jetzt live für euch das auspacken und, oh, scheiße, da sehe ich gleich schon den ersten Snapper. Verdammt, der Mist, ey. Ey, dieser Snapper immer. Snapper. Nein, ich hab mich mittlerweile abgefunden, dass ich Snapper habe. Und ich finde sie mittlerweile sogar gar nicht mehr so scheiße, wenn sie gut erhalten sind. Hier ist ein Film, den hatte ich auf dem Flohmarkt gefunden, im Snapper. Und dachte mir, Mann, 2 Euro dafür. 2 Euro hätte ich auch fast ausgegeben. Hab nochmal kurz bei Rebuy geguckt und hab gesehen, 89 Cent oder so. Weil kann man hier sogar gucken. Hier nebenbei ist ja noch. Oh, jetzt hat sich. Entschuldigung, die Kamera bewegt. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe hier nämlich die Liste. Ach, scheiße. Ne? Ich hab nicht hier die Liste auf. Ich glaube 89 Cent oder so. Oder 99 schon Cent. Mhm. Schön, ich noch nicht. Und da dachte ich mir, ich riskiere es. Bestell bei Rebuy. Entweder kriege ich wieder einen Snapper. Dann habe ich nichts verloren. Oder ich habe eine Emery. Ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es diesen Film jemals in Emery gab. Ich denke mal schon, aber er sollte nicht in meiner Sammlung wandern als Snapper, als Emery. Ist ein 90er-Jahre-Film. Nee, gar nicht. 2001 steht hier drauf. Wahnsinn. Naja, aber er hätte in den 90ern entstehen können. Oder ist das er jetzt so? Er ist in den späten Ausläufern von Scream und genau. Ich weiß, was im letzten Sommer getan hast gekommen. Da schließt er sich an. Ich mag diese Filme sehr gerne und wollte mir diesen jetzt einfach mal angucken. Und deswegen schrei, wenn du kannst. Achso, so nah muss ich gar nicht ran. Ich bin jetzt ja weiter näher an der Kamera ran. Es gibt übrigens einen Deutschen, der heißt Schrei, denn ich werde dich töten. Ja, mit Catherine Hegel. Ein Grund auch, warum ich darauf aufmerksam wurde.
aber auch Denise Richards und diversen anderen Leuten, die ich nicht alle kenne. Da doch, ihn kenne ich. Den kenne ich schon, aber den Namen jetzt nicht. David Boreanaz. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass er so heißt. Snapper, der auf dem Flohmarkt war, in etwa ähnlich gut oder schlecht erhalten. Hier unten ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht, die Perspektive. Wir wollten euch mal jetzt eine neue Perspektive, jetzt hier seht ihr das, da so ein bisschen. Wir wollten euch eine neue Perspektive geben. Das Problem ist, die eine Lampe ist falsch positioniert. Vielleicht mache ich das gleich mal anders, wenn du den in deinen Film vorstellst. Schrei, wenn du kannst. Ich weiß nicht, ich kenne den noch nicht. Ich hätte mal lesen sollen, worum es hier geht, ne? Ich bin mal kurz aus. Also wir machen das wieder ganz professionell und unprofessionell. Und ich brauche mal ein Licht vor der Kamera. Und während du das machst... So, ist das besser? Ja, ist besser. Jetzt habe ich auch noch so einen komischen Schatten hier. Auf meiner linken Gesichtshilfe. Also ich würde mal behaupten, es ist besser. Und ich kann so ein bisschen besser damit arbeiten. Aua. Perfekt. Besser. Ja. Ja. Mein erster Film ist auch unsere erste Stornierung, sozusagen. Ja. Weil er ist nicht in der Version angekommen, wie ich ihn haben möchte. Und zwar haben wir hier The Flesh and Blood Show Nummer 6 aus von der fantastische Film aus dieser EMS-Reihe. Und die gibt's in der Erstauflage, alle mit Pappschuber und Booklet. Und unter derselben ERN sind sie jetzt in der Neuauflage ohne Pappschuber und ohne Buckel rausgekommen. Und da ich jetzt schon zwei davon im Pappschuber habe, mit Booklet, wie der Reifen immer so schön sagt, Booklet. Und das Geilste ist, wenn du das Wendecover nimmst, hast du hinten die ganzen anderen. Ja. Und nicht mehr die Filminformationen. Kann ich mir mal kurz zeigen. Habe ich zuerst auch gesehen. Das Wendecover ist zwar irgendwie geil, aber die Rückseite... Ja, also ich sag mal, hier steht auch nicht so viel drauf. Es ist schon ganz geil irgendwie, dass du hinten dann... Aber... dass du dann hinten irgendwie was anderes hast. Aber ich will den Pappschuber haben, deswegen wird der wieder abgestoßen, wenn ich ihn gesehen habe. Ist von 72. Geht irgendwie darum, so eine Gruppe Schauspieler führt das Stück The Flesh and Blood Show auf, dann wird eine der Darstellungen geköpft aufgefunden und ja, ist ein Vorläufer des Slasher-Genres, steht hier. Ja, in dieser Reihe sind so britische 60er, 70er Jahre Horrorstreifen erschienen. Wie gesagt, zwei, ja, guck mal, da sind sogar zwei Reaper auf der Reihe drauf. Verschwendung! Ja, ich werde mir mal angucken. Ich mag die Dinger. Mal gucken. Wie er so ist. Ja. Der erste war richtig gut, den zweiten, den ich habe, habe ich noch nicht gesehen. Mal gucken, ob wir die erste Auflage noch bekommen. Ist das denn genau die gleiche mit der Das ist dieselbe ERN. Ja? Okay. Nein, nein. Und die Altauflage hat einen Schuber, kein Flatschen, weil die vorher rausgekommen sind, ein Booklet. Ah, okay. Problem daran ist halt immer dieselbe ERN. Das ist halt der Beschiss. Ja, ich mache mal gleich weiter mit zwei Sachen, weil ich so viel habe. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte, du hast sogar weniger. Ich habe weniger als du und hätte nicht mal anfangen müssen oder dürfen, theoretisch. Aber du willst immer anfangen. Ja, ich bin immer so im Redefluss. So. Du redest ja aber nicht so gerne. Das soll ich ja. Übrigens, wer sich jetzt hier beschwert, die Alte redet ja die ganze Zeit. Ich soll das auch machen, ne? Er will die das immer Alte, nicht. Die Alte, die Schnäppeiste. Sag mal so, du willst ja gar nicht unbedingt das Intro sprechen, ne? Also du stehst jetzt nicht drauf, sagen wir doch, mal so. Doch, weil ich eine Stulle im Mund habe. Oh ja. Haben wir das nicht, als wir gegessen haben, habe ich gesagt, hallo und herzlich willkommen. Das kann sogar sein. Ja, ich habe hier zwei Soundtracks mitgenommen. Ich arbeite ja meine Soundtrack-Sammlung so ein bisschen auf, weil ich da nie wirklich was hatte. Außer drei, vier Stück, die ich auch gerne gehört habe. Und jetzt kommen mal so ein paar Klassiker, die auch einen guten Soundtrack haben in die Sammlung. Unter anderem habe ich da Lost Highway mit Songs von unter anderem Rammstein, kennt man ja, David Bowie, Nine Inch Nails ist was für dich wieder, Smashing Pumpkins, Lou Reed kennt man auch noch, Marilyn Manson und so weiter und so fort. Warte mal. Ach, sogar zweimal Rammstein. Schau eine an. Naja. Heirate mich ist auch drauf. Und so weiter und so fort. Nur Rammstein, das Lied ist auch in... Genau. Und hier, Trent Reznor ist ja auch... auch Nine Inch Nails, ne? Genau. Genau. Also sowohl Solo als auch die Band Nine Inch Nails ist mit bei. Hast und du ja angefangen zu hören? Produziert. Ich bin noch nicht so ganz dran, aber finde das ja prinzipiell nicht schlecht. Also ich finde die Musik ist jetzt halt prinzipiell nicht schlecht. Ist halt sehr experimentell. Genau.
Die Qualität ist übrigens, bis auf eine Sache, die zeige ich euch nachher vielleicht noch kurz, wenn es geht, ist gut erhalten. Hier ist ein bisschen so, ich habe eine Kratzer-DVD. Eine Kratzer-DVD? Ja. Die hast du nicht anmoniert? Naja, ich sag nachher, warum ich es nicht getan habe. Und zum anderen habe ich mir noch einen zweiten Soundtrack mitgenommen von einem noch größeren Klassikerfilm. Na, du kannst nicht sagen, Lost Highway ist schon, also so im Bereich Hallo? David Lynch. Steht da wohl ein bisschen drüber, oder was? Nee, im Bereich David Lynch und ja, vielleicht bei David Lynch ist das der Klassiker. Und für Leute, die dem Psycho-Horror. Aber also in der so Filmwelt würde ich den noch als den größeren Klassiker bezeichnen. Ah. Ich glaube, da gibt es Leute. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr der Meinung, wie ihr da die Meinung vertreten würdet. Ist dieser Film der größere Klassiker oder dieser Film, From Dusk Till Dawn, der Soundtrack? Also ich meine, es geht jetzt um den Film, nicht um den Soundtrack. Weil da würde ich sagen, na, da würde ich den vielleicht auch sogar ein bisschen drüber nehmen. Also From Dusk Till Dawn. Wobei beide sehr cool sind. Also beide entspricht meinem Musikgeschmack. Muss man jetzt hier was sagen? ZZ Top ist halt mit bei und so Kram und so fort. Und wie heißen die da? Tito und Tarantula. Genau, Tito und Tarantula sind ja sowieso... es ist ja die Band, die quasi hier diesen Soundtrack irgendwie geformt haben. Und ja... Die auch im Film mitspielen. Die auch im Film mitspielen in der Bar, wo da diese Band zu sehen ist. Ist ja, glaube ich, nur eine Band zu sehen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich bin froh, die jetzt zu haben und... Komm ein bisschen zu spät, wir haben eine Soundtrack-CD fürs Auto angelegt, ne? Da sind sie jetzt nicht drauf. Aber können auch noch kommen, ne? Ist ja können, noch eine können wir noch mal eine machen. Denn mit Lost Highway und From Dusk Till Dawn. Ja, du bist wieder dran. Ja, ich mache auch zwei Sachen, und zwar einmal zwei Bücher. Und zwar Stephen King's Trucks, was ich mir hätte schenken können. Hatte ja nur 70 Cent gekostet. Ich guck mal übrigens. Weil hier sind vier Geschichten drin, die auch in dem Buch Katzenauge sind, was ich mir übrigens auch bei eBay gekauft habe. Nur bei Katzenauge ist noch Katzenauge mit drin. Mein Gott, 76 Cent oder so. 71 Cent hat es gekostet. 71 Cent hat es gekostet. Übrigens, der Snapper hat 89 Cent gekostet, also auch ein Grund. Und die Soundtracks? Die haben über 1 Euro gekostet. Müsste ich jetzt mal gucken, red weiter. Mir ist übrigens aufgefallen, meine DVDs waren ganz schön teuer. Und das letzte Buch aus der Ringsaga von, wie hieß er denn jetzt? Koji Suzuki. Ring Zero Birthday. Oder The Ring Zero Birthday ist das vierte Buch aus der Reihe. Hat auch sage und schreibe 3,29 gekostet. Ja, ist auch echt selten geworden, das Ding. Also das kriegst du nicht, da gehst du nicht einfach mal im Buchladen und sagst, hallo, ich hätte gern Birthday, The Ring Zero. Die anderen hatte ich schon. Also hier The Ring, Spiral, The Ring 2, Loop, The Ring 3. Und dann muss man echt sagen, wenn man die Bücher gelesen hat, wären so die Filme gewesen, teilweise alter Falter, dann wären die noch geiler gewesen. Also die ersten drei Bücher haben mir sehr gut gefallen. Jetzt bin ich mal aufs vierte gespannt. Übrigens, die CDs haben 1,79 und 1,29 gekostet. In der Reihenfolge, wie ich reingehalten habe. Echt? Ja. Und Dusk Till Dawn war teurer als Lost Highway? Nein, von Dusk Till Dawn hat 1,29 gekostet. 1,79 und 1,29. So. Den nächsten Film, da könnte sich der eine oder andere aufmerksame Zuschauer, der irgendwie ein Elefantengehirn hat, oder Elefantengedächtnis sagt man, glaube ich, eher, jetzt sagen, oh, den hat sie doch schon mal reingehalten. Als DVD. Ist ja langweilig. Aber der musste jetzt nochmal als Blu-ray rein. Nicht, weil er so genial ist. Ich habe den bis jetzt immer noch nicht gesehen. Das ist das Schlimme. Sondern, weil ich diesen Schauspieler, der da mitmacht, in letzter Zeit sehr häufig noch reingehalten habe. Und alles auf Blu-ray sammeln. Theoretisch kannst du den sogar in drei Ecken stellen. Ja. Naja, es gibt ja nur eine auf Blu-ray, wo ich den hinstellen kann. Aber nee, es gibt drei. Also ich wüsste jetzt zwei. Ich wüsste jetzt aber nicht, welche dritte Ecke du jetzt noch meinst. Ne, da habe ich ja gar keine Ecke. Du solltest mal aufmachen, hast ja genug von ihm. Ja, The Rock, ne? Alles auf Blu-ray will ich ja langsam haben. Und ich bin ist sogar theoretisch möglich. Nicht mehr so weit davon entfernt. Ne? Hier liegt schon wieder was Neues rum, was noch nicht gezeigt wurde und jetzt auch nicht thematisiert werden soll. Naja, was ich mir gekauft habe im Mediamarkt. Alleine. Ach so. Ja. Und ja, ich mache jetzt erstmal den Film. Die etwas anderen Cops.
Ich hab jetzt gerade an diese super duper Deluxe Edition gedacht, die du dir alleine gekauft hast im Mediamarkt. Und dachte mir so, das spielt da mit. Nein. Ja, habe ich als DVD auf dem Flohmarkt mal mitgenommen und jetzt habe ich den Gebrauch per eBay mitgenommen. Ist ganz alles super erhalten eigentlich. Also die Discs sehen super aus. Die Blu-rays sind sowieso sehr kratzerfrei. Leider kein Wendecover. Hat leider keinen Wendecover. Der Film ist geil. Ich muss ihn noch sehen. Aber wie gesagt, kommt dann in meine Rock-Ecke, die langsam ausgewachsen ist. Ja, allein Samuel L. Jackson und Rock in diesem Film sind so geil. Können wir ja gleich auf diesen Stapel legen, den wir gucken wollen in nächster Zeit. Also wir haben jetzt dann langsam so auf dem... Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich da geguckt, aber da seid ihr. Wir haben inzwischen ungefähr 8 Variationen wie davon, was gucken wir. Ja, genau. Je nachdem, auf was wir Bock haben. Nein. Wir haben Lose, wir suchen raus, wir haben einen Stapel, wir haben Scheiß drauf, wir gucken einfach das, was wir uns gerade gekauft haben. Genau. Okay, sind nur 4. Wir haben nur 4 Variationen. Aber wir versuchen alles aufzuarbeiten. Das Problem ist, wir sind kauffreudig, als dass das wirklich klappt irgendwann mal. Aber die etwas anderen Cops werden wir bald gucken, denke ich mal. Und die Anfrage nach Kicken kam ja. Wird nur gedreht. Wird das längste Kicken ever. Wir haben es vor zu drehen. Ob es euch gefällt, ist eine andere Geschichte. Da wir über Filme sprechen werden. Steht hier auf dem anderen Blatt. Da wir über Filme sprechen werden. Ups, da ist weg. Die wir vor 3-4 Monaten das letzte Mal gesehen haben. Und wahrscheinlich nicht. Wenn 3-4 Monate mal reicht. Wenn es mal reicht. Wir haben es vor, aber wir sind gerade irgendwie in Drehlaune, habe ich das Gefühl, weil. Auf meinem Computer sind noch 2 weitere Videos, die veröffentlicht werden wollen, wenn auch kurz, nicht teilweise. Nicht zu vergessen, der Porno, den wir gedreht haben. Denn der Porno-Witz. Fang nicht schon wieder an, du. Das verwirrt Ralf. Der kommt ja wieder an und fängt dann an. Und wieder wir so den sehen, nicht wir. Ne? Und dann haben wir ja dieses Video noch, dann wurden wir ja auch getaggt von Ralf, falls ihr das zufällig mitbekommen habt. Wir machen 3 Videos zu den Top 10 der Steelbooks. Da kursiert ja so ein Tag durch die Filmcom. Die Frage, wen taggen wir noch? Und dann fällt noch ein anderer. Aber da wurden wir noch nicht getaggt, aber ich habe schon Werbung dafür gemacht. Also kommt da vielleicht noch ein 4. Video. Und theoretisch könnte man diese Steelbook-Videos auch noch 6 draus machen. Ne? Jeder dreht seine Top 10. Aber wir haben ja teilweise gar nicht so viele, genau. Wie wir einzeln sind. Aber ich sag mal, Videos sind gerade nicht unbedingt Mangelware, eher wann lade ich es hoch und wann veröffentliche ich es. Ich will auch nicht alles auf einmal. Du anfängst, um das alles jetzt zu erzählen, bevor du mit dem Update anfängst. Hä? Das hättest du alles ja vorher erzählen können. Ja, jetzt mache ich es mittendrin, ist auch mal was Spannendes. Ne? Die meisten gucken hoffentlich noch, ne? Also ihr könnt euch freuen, da kommt noch und gucken, wann wird der nächste reingehalten. Wir hätten jetzt so mittendrin einfach so randommäßig einfach so reinhalten müssen. So einfach mal wieder so, hallo und also wie gesagt, es kommen einige Videos, wir werden immer mal wieder vielleicht ein paar Upload-Pausen zwischendrin haben, weil ihr sonst übersättigt seid. Weil ich merke jetzt schon bei den Klickzahlen, dass ich glaube, ihr kommt nicht hinterher oder wollt auch nicht mehr. Also irgendwas in der Richtung ist es. Die werden auf jeden Fall schlechter, was nicht schlimm ist, aber vielleicht ist es auch das Video an sich. Wir haben ja da auch jetzt noch so ein paar Einzelvorstellungen. Die kommen ja bei unserem Kanal gar nicht so gut an, teilweise, habe ich das Gefühl. Ich glaube, weil wer uns abonniert hat, will uns ja eher quasseln sehen als alles andere. Daher. Wir machen 2 Kanäle, wo wir nur Einzelvorstellungen machen. Oh nee, das wäre mir zu viel Arbeit. Ich habe gar keinen Bock drauf, diese ganzen Einzelvorstellungen. Okay, wir machen noch einen Kanal. So viel Druck. So, jetzt machen wir weiter. Weiter! Mickey ist dran. Ein Körper, 2 Köpfe, 6000 Zähne. Uncut Version. Two-Headed Shark Attack. Als Bonusfilm auf der Sharknado Blu-ray. Mir ist übrigens gestern mal Eintrag aufgefallen. Ich habe Sharknado nicht eingetragen gehabt. Warum auch immer. Und du kannst diesen Film sogar als Bonusversion von Sharknado bei der UFDB eintragen. Das ist total geil. Also habe ich ihn jetzt 2-mal eingetragen. Und Sharknado auch noch eingetragen. Ich muss nur noch mal gucken, wann ich mir den gekauft habe, weil das weiß ich nicht mehr. Two-Headed Shark Attack. Einer für mich. Meiner Meinung nach, übrigens einer der wenigen Trash-Filme von Asylum, die ein Wendecover haben, weil Sharknado hat ja gar kein Wendecover und ist ja von derselben Schmiede und auch eigentlich von denselben Machern, die es rausbringen hier auf Blu-ray. Und für mich einer der besten, war sogar einer der ersten, den ich gesehen habe damals, und es ist einfach geil. Allein diese Tatsache, als das Schiff untergeht und alle Panik schieben, was macht Carmen Electra? Setzt sich mit ihrem Bikini aufs Sonnendeck und sonnt sich.
Weil das Schiff geht ja und dann ein Monsterhai schwimmt draußen, aber ist ja scheißegal, ich kann mir ja so ein super geil, endlich in der Sammlung. Für 2,99 oder so. Nee, der war teurer, ne? Der hat 3,99 gekostet. Glaube ich. Ich könnte gleich mal gucken. Du schreibst dich da übrigens mit TWO. Natürlich steht jetzt hier auf der ersten, die Liste ist so lang. Da muss man ganz schön. Ach, hier. 2,99 hat der Film. Doch, 2,99. Ja. Ich mache weiter mit dem Film, den ich mir jetzt gekauft habe, weil ich den zweiten Teil von The Rock habe. Der hieß nochmal? Nein, den zweiten mit The Rock. Der zweite Teil mit The Rock habe. Also, wie heißt? Die Jagd? Die Reise. Die Reise? Wir verwechseln das doch mal. Die Reise zur magischen Insel oder so. Wo ist die, das denn da? Die Jagd zum magischen Berg? Da, die Reise zur magischen Insel. Die Jagd zum magischen Berg ist das mit den Aliens. Also, der andere basiert darauf. Naja, gut, also okay. Hier auf jeden Fall die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Brendan Fraser. Den hatte ich ja schon und ihr kennt ja unsere Bescheuertheit. Bescheuertheit? Das ist kein Wort, aber egal. Wenn man schon den zweiten hat, braucht man auch den ersten. Und jetzt habe ich den ersten, auch wenn der nicht mehr mit Rock ist. Aber mit Brendan Fraser. Aber mit Brendan Fraser. Wobei, ich habe gar nicht so viel Brendan Fraser Filme gemacht. Ah, der ist geil. Brendan Fraser ist ein toller Schauspieler. Ich muss gestehen, er hat mir zu viele Mumienfilme gemacht. Du hast zum Beispiel G.I. Joe mit Brendan Fraser. Da macht Brendan Fraser mit? In einer Szene. Wahnsinn. Nein, in zwei Szenen. Hast du jetzt gespoilert? Also ich meine den Leuten. Ach, ich sage nie in welcher Szene. Kann mich ja nicht mal daran erinnern, dass er dabei war. Ich habe dir sogar gesagt, guck mal, Brendan Fraser. Habe ich schon wieder vergessen. Das sind so Informationen, die vergesse ich halt. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Weiß ja gar nicht genau, wo ich die jetzt hinstellen soll. Stelle ich die zum zweiten Teil? Dann wäre aber mitten im The Rock-Film-Berg-Gewusel drin. Oder stelle ich ihn ins Regal? Das Schlimme ist, ja, gar kein Platz mehr ist. Josh Hutcherson ist so dermaßen jung hier in diesem Film. Ach, da ist der auch schon dabei? Deswegen ist es ja der zweite Teil. Es ist der Junge. Josh Hutcherson ist die Verbindung zwischen diesen beiden Dingern. Der spielt irgendwie seinen Stiefvater oder Onkel oder so. Ja, bin mal gespannt. Können wir uns ja jetzt angucken, haben wir den ersten und dann auch den zweiten, Stiefvater. Wobei die ja, glaube ich, nicht direkt miteinander... Ja, doch, hier steht, im Nachfolgefilm von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Und The Rock ist halt sein neuer Stiefvater. Mhm. Hank. Hank. Allein schon der Name Hank, Alter, zu The Rock. Kannst du dir The Rock als Hank vorstellen? Nein. So wie Hank Moody? Das sowieso schon mal nicht. Ja, wieso guck ich mal da hin? Da seid ihr, da seid ihr. Hier. Du bist halt. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich könnte gucken, wie teuer. Ach, da steht es sogar. 2,29. Ne? War also auch ein schöner Preis. Aber ich werde die Preise nochmal ins Infofeld packen. Und wenn ich es vergessen habe, schreibt mich an. Dann mache ich es nochmal. So, auch endlich mal mitgenommen. Wollte ich schon gucken, als er rauskam. War aber immer zu teuer. Und in letzter Zeit sehe ich gar nicht mehr die Blu-ray rumliegen. Sondern immer nur die DVD und ziehst in deine Hose runter. Ich wollte meine Hose hochziehen und nicht direkt vor der Kamera. The Bling Ring von Sofia Coppola mit Emma Watson und Thaisa Famiga aus American Horror Story. Hm. Die kleine Schwester von Vera Famiga aus Bates Motel übrigens. Bling Ring basiert auf der wahren Geschichte von so ein paar Jugendlichen, die statt in die Schule zu gehen, lieber abhängen und dann beschließen, ey, wir brechen in Promi-Häuser ein. Unter anderem in Paris Hiltons Haus. Die haben das Sextape gestohlen? Nein, die waren in ihrem Kleiderschrank und haben ihre Klamotten angezogen. Ist wirklich passiert. Also es ist basiert auf einer realen Geschichte. Und als Bonusmaterial ist richtig geil. Mit Paris Hilton am Ort des Verbrechens. Allein das führt doch dazu. Aber Paris Hilton spielt da nicht auch noch mit? Weiß ich gar nicht, ob die sich selber spielen. Aber The Bling Ring, ich bin gespannt. Übrigens, die Aufkleber sind alle noch dran, ne? Also ja, die haben wir auch original dran gelassen. Die fummeln wir extra für euch jetzt vor der Kamera ab. Wir fummeln einfach gerne vor der Film Kamera. Habe ich mir gekauft, weil ich den ein paar Tage vorher auf dem Flohmarkt gesehen habe, als auf DVD, ne? Und ich wollte ihn dann irgendwie als Blu-ray. Ah, die war auch scheiße erhalten, die DVD. Nee, die war eigentlich ganz gut erhalten. Außer das Cover unten so ein bisschen. Ja. Aber es war eine schöne blaue Hülle. Das hat mir. Also, jetzt ich meine, bei DVDs ist eine blaue Hülle irgendwie was Geiles, ne? Bei Blu-ray nicht so. Aber hier passt ganz gut. Aber jetzt hast du auch eine schöne blaue Hülle. Die ist aber dreckig. Die Hülle? Ja, guck doch mal hier. Wir haben ja noch Ersatz. Stimmt. Ich weiß gar nicht so. Also, irgendwie. Hab ich Warum den, glaube ich, mal den gesehen. Ich habe den schon mal gesehen, das weiß ich. Willst du sehen, den haben? Jean Reno? War, ja, Jean Reno.
Jason Bateman, Vince Vaughn, also das sind schon Schauspieler und ich mag ja solche Filme trotzdem. Also trotzdem. John Favreau. Ich mag solche Filme ganz gerne. Und ich habe den schon mal gesehen und der war wirklich gut und das habe ich mir einfach spontan mitgenommen. War also er hat so seine Stellen, wo man sagt, meine Fresse, Alter. Ja, typisch, also wie bei anderen Filmen auch, übrigens all-inclusive, ne? Wie bei Kindsköpfe zum Beispiel oder sowas, so, das ist ja auch ähnlich auf Moor, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das geht hier in eine andere Richtung. Aber sie sind sich sehr ähnlich und auch solche Filme haben immer mal so einen Moment, wo man sich an den Kopf fassen will. Oh ja. Und wenn ich sage fassen, meine ich erschlagen. Oh ja. Aber allein der dicke Schwarze ist schon geil. Ja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Komisch. Jetzt finde ich den hier nicht. All inclusive 2,79 glaube ich. War auch nicht so teuer. Auf dem Flohmarkt wollte sie mehr dafür haben und daher. Aber nee, 2 Euro für die DVD. Das war ja eine DVD. Also wollte sie nicht mehr haben. Aber die war halt nicht gut erhalten. Und dann habe ich sie mir spontan mitgenommen. Spontan? So wie Schrei, ne? Wenn du kannst. Also es ist der gleiche Tag gewesen und die kam dann gleich auch spontan in die erste Rebuy-Bestellung mit rein. So. Zack, bumm. Genau. Gar nicht lang gepackt. Kannst ja mal versuchen abzumachen. Mit dem Klebe da. Das mache ich doch. Nein, da oben. Das ist anders. Ach so, ja. Du bist dran. Apropos schicke blaue Hülle. Ich habe hier eine schicke rote Hülle. Ja, schick ist jetzt auch übertrieben. So schick ist die gar nicht. Und zwar haben wir mitgenommen Abraham Lincoln. Was? Das Cover ist, glaube ich, kaputt. Hier, eingerissen. Oh. Dammit. Abraham Lincoln Vampirjäger auf Blu-ray in der roten Hülle. Behalte ich auch nur, weil es in der roten Hülle ist. Wäre es im Blau gewesen, hätte ich es zurückgeschickt. Weil ich weiß, dass es den in der roten Hülle gibt. Film ist okay. Ich habe das Buch gelesen, das war sehr viel besser in meinen Augen. Geht darum, Abraham Lincoln ist Vampirjäger. Und statt während des Bürgerkriegs geht es nicht eigentlich darum, den Norden gegen den Süden, sondern die Menschheit gegen Vampire. Und Abraham Lincoln ist einer ihrer furchtlosesten Kämpfer und tötet diese Vampire. Ist ganz lustig gemacht. Wie gesagt, das Buch funktioniert besser, aber man kann sich den Film durchaus mal angucken. Gibt es auch ein 3D-Steelbook, ist arschteuer, mit Lenticular. Wäre was für ein Lenticular-Tag gewesen, weil es sieht eigentlich ganz geil aus, aber es ist mir einfach zu teuer. Also über 30 Euro, glaube ich, inzwischen dafür. Da reicht mir dann auch die rote Amari. Die ja auch geil ausschaut. Das ist wenigstens eine rote Amari, ne? Amari. Übrigens, alle Sachen Amari. Waren, also bei den Büchern weiß ich jetzt nicht. Mary, Mary. Egal. Alle Sachen waren sie, glaube ich, im Zustand sehr gut. Ich glaube, wir hatten auch nichts wie neu oder so. Es war alles sehr gut. Hier ist das Cover eingerissen, ne? So viel dazu. Sehr gut finde ich das schon nicht mehr. Das ist dann eher gut, ne? Die Hülle kann man immer noch sagen, gut. Mit bisschen. Kannst dich ja noch beschweren. Ja, ich habe da heute schon angerufen wegen deinem Ding. Ja und? Dann sagst du halt, mir ist gerade nur was aufgefallen. Ja, könnte ich machen. Du könntest auch anrufen. Ja, nicht mein. Ich habe für deine Sache angerufen. Ich war hier arbeiten war. Du hättest ja heute noch anrufen können. Egal, also für jemanden, der jetzt Rebuy-Video guckt, um zu wissen, wie die Qualität ist, ne? Sowas kann passieren. Die Hülle kann man austauschen, das Cover ja leider nicht, ne? Gut, ich mach mal weiter mit einem Film, den haben wir sogar schon gesehen. Den haben wir uns bei Love Filme ausgeliehen, glaube ich, ne? Bibliothek. Genau. War ganz und okay. Obwohl die Kritiken ziemlich schlecht waren. Ja, war okay. War ja doch sehr gut. Also ich fand den eigentlich sogar sehr gut. Ja, richtig gut war nicht, aber war okay. Naja, wenn ich sage sehr gut, also meine ich jetzt so, nicht wenn, eins, wenn ne? du rangehst mit, oh mein Gott, so eine langweilige Scheiße. Es gibt eine Sache, die würde ich kritisieren, wenn du gesagt hast, was ist denn? Rest in Peace Department. Sie haben zu wenig damit gespielt, dass Jeff Bridges und Ryan Reynolds als alter Chinese und heiße Blondine rumlatschen in der wahren Welt. Und das kam ja nur in einer Szene mal richtig durch. Mhm. Und das hätte man noch viel mehr machen können, weil das war richtig geil. Sie sind hier übrigens in wahrer Gestalt. Man sieht das ja, genau, weil sie sind ja tot, aber weil sie tot sind, laufen sie nicht mehr so rum, wie sie eigentlich aussehen, so wie wir sie also, sehen. Sondern die Menschen sehen sie ja als heiße Blondine, Jeff Bridges. Und Ryan Reynolds ist so ein kleiner alter Chinese. Und das kommt nur einmal richtig gut in eine Szene rüber. Man sieht sie mehrmals, aber nur einmal haben sie damit richtig gut gespielt und das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Und Kevin Bacon war auch nicht. War auch ganz ich gut. Fand ihn, also wahrscheinlich ist es immer so eine Sache mit Filmen, wo man weiß,
Die sind richtig geil, enttäuschen die meistens. Wenn man weiß, die sind vielleicht nicht so geil. Wenn es heißt, die sind richtig geil. Ne? Wenn man aber hört, die sind, nee, der ist nicht so geil und man guckt sich den an, kann der mitunter überraschen. Es sei denn, der ist wirklich scheiße. Ne? Aber der hat mich überrascht, weil er doch viel, viel besser war, als ich befürchtet habe. Und deswegen ist er jetzt auch mein Sammelfavorit. Na gut, wir kennen doch jetzt nicht den Comic, ne, auf dem das basiert. Das ist auch so, ja. Aber das wurde ja auch kritisiert, dass das halt die, der Comic da nicht so... Wow, kommt jetzt noch ein Paket da? Weiß nicht, hab nichts bestellt. Ach Gottchen, wir machen mal Pause, würde ich sagen. Wir sind gleich wieder da. Da bin ich wieder. Habt ihr gar nicht gemerkt, das stimmt, ne? Also, sowas von nicht gemerkt. Ja, da war jemand an der Tür. da war jemand an der Tür. Und was soll ich sagen? Wir haben jetzt einen Tag später. Also, falls es euch nicht aufgefallen ist... Wir haben einen Tag verloren. Wir haben einen Tag verloren. Wir sind von Aliens. Denn es ist tatsächlich passiert, ich habe einen Termin vergessen. Nein, es ist passiert, dass wir von Aliens entführt wurden. Ja, genau. Ich wurde, ja, im Prinzip wurde ich gestern dann gleich mal entführt. Also gestern ist heute für euch, weil es ist immer noch das gleiche Video. Da stand dann auf einmal mein Bandkollege vor der Tür und wollte mich abholen zur Probe. Ja, wie blöd das... Ich das komplett vergessen habe. Nun ja, wir drehen jetzt einfach weiter, so als wenn nichts gewesen ist. Ist euch gar nicht aufgefallen, dass ich jetzt einen anderen Pullover trage, keinen Rollkragenpullover mehr. Also ich zeige jetzt ein bisschen mehr Haut hier, ne? Ja. wir waren auch schon wieder arbeiten mittlerweile. Und, aber das Paket ist genauso eingepackt wie vorher auch. Also wir haben es nur weggestellt. Wir haben es auch wieder zugeklebt. Ihr müsst es euch vorstellen, wir alle nicht wussten, wer da jetzt kommt. Wir haben gedacht, meine Eltern kommen. Haben wir also erstmal die Kamera weggestellt, was ein bisschen dumm ausschaut, wenn man hier eine Kamera auf die Couch gerichtet sieht, weil die auch nicht wissen, dass wir einen YouTube-Kanal haben. Egal, warum erzähle ich das? Wir waren beim Unpacking oder Update, das ist ja mehr, weil wir haben es ja vorher schon mal angepackt. Und angepackt? Angepackt. Ich weiß nicht, was wir als letztes in die Kamera gehalten haben. Ich habe null Ahnung. Ripped, oder? War das RIP? Ich habe auch keine Ahnung, was wir aufgehört haben. Also falls jetzt hier irgendwas nicht gesprochen wurde, wir machen jetzt einfach weiter im Text. Kann ja nicht schaden. Wir könnten auch noch von vorne anfangen, aber... Ja, das wäre ja bescheuert. Das wäre ja gar nicht unser Kanal, wenn wir jetzt einfach so tun würden, als wenn es diesen Take davor nicht gegeben hätte. Ja? Also... Wir sind das erste Mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die Perspektive der Kamera noch stimmt. Wahrscheinlich. Dass man hier einen Nippel sieht. Oh, der nächste Film, Nippelalarm. Ja? Also. Aber was es hier nicht gibt, ist Blut und nackte Haut. Also Blut ein bisschen, nackte Haut gar nicht. Und zwar in High Attack oder Oinati Swamp Shark. Also auf jeden Fall Sumpfhai. Swamp Shark, glaube ich, heißt der im Original. Mit Christy Swanson aus Buffy. Ja, das war ja auch der einzige Grund, den Film zu haben. Wir haben ja uns den mal ausgeliehen gehabt, ne? Den mal ausgeliehen, glaube ich. Ich hab den haben den gesehen, dann, ja, wir haben, das ist dieser... Wo am Anfang so ein riesen Tanklaster ist und dann rollt die Ding in den Sumpf und dann schwimmt da der Hai drin rum. Und hier der Sheriff hängt da irgendwie mit drinne. Ach, hier Dingensen ist auch mit bei. Ah, hab ich schon wieder vergessen. Kann man sich nochmal angucken, ne? Das ist Eintrash, was erwartet man da, ne? Ja, heiße Babes und blutiges Unterwassergemetzel, ja. Also heiße Babes, also sag mal so, ne, wenig überragend, die Tante hier vorne spielt nicht mit den Nippeln. Die hört kein einziges Sekunde im Film. Das ist so geil. Sogar kopiert man irgendwie Frauen aufs Cover, damit sie es verkauft. Also es wäre so, als wenn du jetzt hier auf dem Cover wärst, obwohl du ja nicht mitspielst. Aber naja, mein Gott, ich weiß gar nicht, was hat der gekostet? Wir haben die Liste mal wieder nicht auf. Wollte... 3 Euro. Wir haben natürlich das auch zugemacht, weil es ist ein neuer Tag. Ne? Wer blöd, wenn so 23 Stunden später. 23 Stunden ungefähr, ich habe heute sehr viel mit meiner einen Kollegin gescherzt und gefeiert und gelacht. Ja, wirklich. Unter anderem darüber, wenn man bei einem, wie heißt das hier, Fallschirmspringen, wenn man da rausspringt und vor Angst kotzt. Und man dann, was passiert dann? Fliegt die Kotze dann schneller als man selbst? Oder fliegt man schneller als die Kotze und wenn man landet, fällt sie einem ins Gesicht möglicherweise? Ja, ich habe zu Hause gesessen und habe Assassin's Creed gespielt. Also in der Nach Sicht. Deiner Arbeit. Nach meiner Arbeit. Ich durfte ein bisschen früher gehen. Ich nicht. Weil wir zu viele waren, quasi. 2,49. High Attack. Echt nur? Geil. Nur.
Genau. Kauf ich mir nochmal, war so billig. Okay, genau. Ich mache jetzt weiter. Jetzt weiß ich, was fehlt. Nee, verdammt, da liegt der zweite. Weil irgendwas ist da aus dem Warenkorb verschwunden gewesen. Ja, irgendwie haben wir, während wir versucht haben zu bestellen, einen Artikel verloren. Wir wissen noch nicht so genau welchen. Nee, das hatte ich aber auch schon gesehen, dass es nicht. Nee, fehlt. Ich hatte gerade überlegt, wer das jetzt, aber da liegt er ja. Ich habe hier einen Film, ich weiß gar nicht, warum ich den eigentlich nochmal mit. Ach, Liam Neeson. Liam Neeson. Genau. Eigentlich so von dem, was ich hier auf dem Cover sehe und von dem, um was es wahrscheinlich geht, nicht mal ansatzweise ein Film, der wirklich scheiße. Was für mich ist. Weil ich ein bisschen bekloppt bin. Und ne? Liam Neeson sammelt. Und Liam Neeson sammelt. Und dir auch Battleship geholt hast. Musste auch. Kampf der Titanen hierher. Das Remake. Das Remake, genau. Ist es wichtig, wie die Rückseite ausschaut? Nee, hässlich. Kein Wendecover. Und ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich befürchte auch nicht, dass das wirklich mein Film wird. Aber ich werde ihn mir antun müssen. Ich glaube, hier spielt aber auch hier der... Wer, der hat nur 5 Minuten Auftritt da drin. Wer? Liam Neeson? Mhm. Naja, der taucht schon ein bisschen öfter auf. Okay. Ach ja, und weil... erster Teil, brauchen wir auch einen zweiten Teil. Zombies Titanen. Auch auf Blu-ray. Der übrigens noch beschissen hat. Yay, ich freue mich. 2 beschissene also, Blu-rays. Ich sag mal so, das hätte ja irgendwie ganz cool werden können. Aber und hier auch kein Wendecover. Aber so insgesamt muss man echt sagen, war der echt... Also ich mag ja gerade so eine Abenteuerfilme und so griechische Mythologie und sowas. Ist er ja, ein bisschen bärtig, der Junge, ne? Ja, er spielt ja auch Zeus. aber das ist so... Boah. Wollte ich eigentlich Ralf kaufen und dann habe ich gesehen, bei Rebuy ist billiger als bei Ralf. Und dann war Ralf sauer. Nee, Ralf, doch hatte ich eben mehr, glaube ich, erzählt. Ja, und dann fing er wieder an. Oh. Nein, fing er nicht an. Er erzählt jetzt nicht wieder irgendwelche Geschichten. Doch, die nicht er hat doch gemeint, wir dürfen es nicht immer mit Rebuy vergleichen. Nein, hat er nicht gesagt. Ich habe gesagt, also ich kaufe es da, weil es der billiger ist und meinte, okay. Naja, nur okay, dann empfehle ich. Ich habe nichts anderes gehört, dann hat er dir das gesagt. Aber ist auch egal, wir wollen jetzt hier nicht zu weit wieder abschweifen. Zorn und Kampf der Titanen. Das ist doch geil, ne? Du hast wenige Artikel und haust sie hier hintereinander raus. Ja, nur weil die zusammenpassen. War mir gerade so. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir aufgehört haben, verdammt. Wenn ich jetzt irgendwas doppelt erzähle, tut's mir leid. Alte Oma, ne? Sag ich mal. Alte Oma. Ja, hier kommen wir zu einer Erstauflage übrigens. Ja. Haben wir uns beide. Oh, da ist ja noch die Aufnahme. Überrascht. Erstauflage von Der Plan mit Pappschuber. Und hier ist übrigens das Cover unter den Schuhe. Ich muss das mal ganz kurz zeigen. Anders, weil ich mache das jetzt wieder Zocki gestern bei dem Italofila Update. Aber hier bei Zocki versus Italofila. Ne, der wendet seine Wendecover nicht. Weil er sagt, er hat sich an diese Flatschen jetzt schon irgendwie gewöhnt. Und deswegen fängt der Zocki echt an, da die ganzen Wendecover zu sehen. Weil hier ist kein Flatschen drauf. Ist übrigens anders. Also, das reicht mir schon, um anders zu sein. Ich finde es aber auch echt bescheuert. Und mal davon abgesehen, steht hier noch Digital Copy drauf. Was ich aber richtig bescheuert finde, ist überhaupt, dass der Flatschen hier überhaupt aufgedruckt ist. Ja. Das macht schon keinen Sinn. Das ist bekloppt. Und übrigens, die Digital Copy ist 2012 ausgelaufen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie sie ist. Braucht ihr aber auch nur diese DVD dafür. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja mit so einem dummen... Ja. Aber so ganz sehen, so ganz raffen tue ich es nicht. Das ist übrigens ein sehr guter Film. Aber hey, bei der Digital Comic sieht die Disc besser aus, ja. Weil dieses blaue Ding da nicht dran ist. Ja. Kloppt eigentlich. Finde ich die auch. Disc geht besser aus. Naja. Aber wirklich ein geiler Film. Also hier Matt Damon, so ein bisschen Mystery-like. Erwartet man jetzt nicht unbedingt, wenn man so einen Film guckt mit dem, aber ist wirklich so ein bisschen auch so ein mysteriös angehört. Und hier mit diesem aus Captain America 2. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ich auch nicht. Der fliegt, ne? Der so einen coolen genau. Flügel hat, so Engel-like. Hat übrigens, ich hab's gerade gesehen, oder so. Der Plan 2,49. In der Erstauflage. Also verdammt billig. Ich guck mal bei der nächsten, wenn, das Ding ist absolut genial. Und vor allem spottbillig. Entschuldigung, dass ich nicht in die Kamera rede. Ich suche es immer noch, weil verdammt viele Artikel diesmal da waren. Bin ich denn blöd? Wie heißt der Film überhaupt nachher? Aber trotzdem, warum sehe ich den gerade nicht? Das ist doch bekloppt. Den haben wir anscheinend sogar noch umsonst bekommen. Nee, da. 5,99. Der nächste Film hat 5,99 gekostet und das ist genial.
vom Preis her. Weil ich war kurz davor, ich habe auf dem Flohmarkt beim letzten Mal, ist auch ein Film vom Flohmarkt beim letzten Mal, der spontan mit reingewandert ist in diese Bestellung, denn da habe ich schon überlegt, den mitzunehmen, weil ich die Edition so geil fand. Der wollte aber 15 Euro, das fand ich doch ganz okay. Als für gebraucht, ja. Für gebraucht fand ich es trotzdem noch ganz okay. Mit dem Argument, beim Mediamarkt, wenn es den noch gibt, kostet er 30. 30. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Wahrscheinlich hat er auch ein bisschen übertrieben, aber ich fand es trotzdem noch okay von der Edition her. Und es ist also auch Disney. Sag mal, von der Edition her glaube ich ihm, dass es schon 30 genau. Euro gekostet hat, als er es rauskam. Aber es ist nicht 3D, also macht es auch wieder nicht Sinn. Vielleicht nicht 3D? Nee, stimmt. Es ist nicht 3D. Also, aber egal. Ja. Es ist eine geile Auflage und dann habe ich nochmal einfach so auf Spaß geguckt, wie teuer das eigentlich bei Rebuy ist. Und dann sehe ich 5,99 und ich dachte mir so, okay, dann haben wir schon gerätselt, ne? Du kriegst ihn definitiv, ich habe hier übrigens auch schon mal den Disney-Code-Aufkleber abgemacht, du kriegst ihn definitiv nicht auf 5,99 runtergedrückt. Niemals. Wenn überhaupt, kriegst du ihn vielleicht noch maximal auf 10 Euro runtergedrückt, aber auch nur, wenn du noch was mitnimmst wahrscheinlich. Ich glaube, ich wollte auch nicht mit der Argumentation kommen, also gucken Sie mal. Da kostet es nur 5,99, wollen Sie nicht nochmal den Preis? Aber wir haben ja auch überlegt, kriegen wir genau das, was es da auch gab. Genau, ja, das wusste man nicht. Ich würde mal jetzt sagen, im Nachhinein ist die vielleicht ein Mühchen schlechter erhalten als die auf dem Ding, auch weil hier ist die angesprochene DVD drin, die zerkratzt ist ein bisschen. Könnte trotzdem, aber wenn nur die DVD noch, zerkratzt ist? Genau, hier ist nämlich auch noch eine Blu-ray drin und daher dachte ich mir, naja gut, okay, gucken kannst du ihn trotzdem. Ne? Also selbst wenn die DVD jetzt doch so dolle zerkratzt ist, dass man sie nicht mehr anschauen kann, funktioniert das vielleicht bestenfalls doch so. Jetzt wollt ihr aber wahrscheinlich nicht mal wissen, um welchen Scheißfilm es geht. Ne? Ich weiß nicht, ob er scheiße ist. Ich kenne ihn nämlich noch gar nicht. Aber ich wollte ihn mir gerne mal angucken. Ich rede hier von Alice im Wunderland. Kostet wirklich sage und schreibe nur 5,99 bei Rebuy. Ist so ein richtig geiles Digipack. Und ich will euch das nicht nur sagen, dass es ein Digipack ist. Ich will es euch auch mal kurz zeigen. Und es ist geprägt vorne. Es ist vorne geprägt, ne? Also hier, Johnny Depp ist geprägt, das Kaninchen, der Pilz, Dinge. Helena Bonham Carter? Ach, das ist. Nee, das ist hier Mia Wasikowska. Also die sind alle so ein bisschen geprägt. Dann. Entschuldigung, habt ihr nur hinten geguckt und da ist Helena Bonham Carter. Die ist nicht vorne drauf. Dann haben wir hier, das ist ja ganz gut, dass wir weiter weg sitzen, hier so ein. Ja, sogar so ein richtig durchgehendes Bild. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich gehe jetzt halte ich es mal ein bisschen näher. Da ist es aber. Der ist so relativ stabil. So, ich hoffe, ich zeige es. Ich sehe nämlich nicht mehr, was ich da jetzt zeige. Muss man sagen, der ist relativ stabil, weil der so Doppelpappe hat. Genau. Hier drinne, ich nehme mal jetzt nochmal, ich mache mir jetzt mal die Mühe und nehme die Disc raus. Oh, das sieht ja aus. Ist auch nochmal ein Bild. Ist ja quasi das hier. Das nehme ich auch nochmal weg. So. Genau. Ist im Prinzip das da. Das schaut dann so aus. Das ist übrigens von Tim Burton. Das einzige Ding ist, auf dem Flohmarkt gab es auch noch diese Punkte, die vielleicht eingelöst waren, das weiß man jetzt nicht, aber da hätte ich noch Chance auf Punkte gehabt. Hier sind sie nicht mal mit drin. Ganz ehrlich, wie viel hättest du bekommen? 150? Dann haben wir hier die Blu-ray halt, ne? Und die DVD. Ich will euch mal zeigen, wie dolle die zerkratzt ist. Vielleicht für die... Ach, das ist Digital Copy. Wo ist denn jetzt die DVD abgeblieben? Da ist sie, glaube ich. Genau, nur um euch mal... sie ist nicht total zerkratzt, aber es sind halt Kratzer drauf, gucke. Siehst du das hier da? Ja. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so in etwa sieht. Ich versuche es jetzt mal. Ah ja, da sieht man sie so ein bisschen, ne? Also die sind schon ganz ordentlich. Könnte mitunter schon reichen, ne? Um sie nicht spielbar zu machen. Ihr seht übrigens auch, was alles dahinter ist, aber egal. Ja, besser geht's jetzt nicht. Also da sind ein paar Kratzer drauf. Aber interessant finde ich ja. Die Blu-ray ist aber perfekt. Das. Die inzwischen 19-jährige Alice zurück ins Zauberland kehrt. Das heißt, es ist nicht die eigentliche Geschichte, sondern so eine danach quasi. Fortsetzung. Das einzige Dumme ist, hier steht natürlich 3 Discs Z drauf und die dritte Disc ist die Digital Copy. Ja, das ist halt die 3er Disc. Die kann man ja nicht reinlegen, da ist ja nichts drauf. Oder ist ja, aber die brauchtest du, um das runterzumachen. Ja, aber ich finde, das ist ja nichts Zusätzliches. Es ist eine Digital Copy, um nochmal den Film zu sehen, den du eh schon zweimal hier drin hast. Weil auf der DVD ist ja auch ja, aber es gibt Leute, die wollen das haben. Aber und das war halt der Beginn der Digital Copy. Das war halt echt mit Disc hier. Bei TED oder so habe ich da auch eine Blu-ray, die ich einlegen muss in meinen Computer, um eine Digital Copy runterladen zu können. Problem ist nur, wir hatten Computer mit Blu-ray-Laufwerk, wenn man nicht viel Geld hat. Ja. So oder so, eine ziemlich geile Edition. Wer die bekommen kann oder wer die bei Rebuy vielleicht auch bestellen will, wie gesagt, ist nicht teuer. Und ist echt geil. Der einzige Mankel ist wirklich dieser FSK-Flatschen, der leider aufgedruckt ist. Ja. Aber es gibt ja auch noch ein Steelbook. Ich bin aber trotzdem hiermit zufriedener. Also ich hatte ja überlegt, diese weißen Disney-Steelbooks zu sammeln.
Aber ich glaube, ich werde davon abgehen. Zumal ich auch, glaube ich, nur Beschädigte bisher habe. So bekloppt das klingt. Also nee, eins nicht. Aber eins ist davon richtig dolle beschädigt, weil ich das von den Disney-Punkten geholt habe. So. Naja, alle, die von Disney-Punkten geholt hast, dann. Ich habe nicht ein. Könnt ihr mal ganz kurz. Habt ihr auch diese Probleme? Ich habe noch nicht einen Artikel von diesen Disney-Punkten unbeschädigt erhalten. Alle beschädigt. Ich mag nicht das. Ich mag das jetzt nicht reklamieren oder mich beschweren, weil es ist ja kostenlos. Aber ich finde es nicht schön. Ich finde es echt nicht schön. Weil. Nee, es ist so, als wenn die Schrott verschenken. Also es ist ja im Prinzip für den Sammler Schrott, weil das sind ordentliche Dellen teilweise. Und also es sind auch teilweise Steelbooks, ne? Oder nicht nur teilweise, ich glaube, es waren alle Steelbooks. Aber man sieht auch richtig, dass das nicht beim Versand passiert ist, sondern schon wahrscheinlich vorher. Und das ist halt in meinen Augen nicht nett. Aber egal, mach du weiter. Ja, wir kommen zum einzigen Spiel in dieser Bestellung, einfach weil es gerade ganz oben über den DVDs liegt. Und zwar Dead or Alive Extreme 2. Und wer jetzt denkt, Mann, bei dem Spiel geht es ja nur um Tussis und in knappen Anzügen, hat recht. Das ist alles, worum es da geht. Es geht darum, dass die Dead or Alive Girls in knappen Bikinis oder Badeanzügen über eine Insel hüpfen. Beachvolleyball kannst du mit ihnen spielen. Du kannst Jetski fahren. Du kannst hier dieses so ein Hopp-Spiel über einen Pool. Musst du dann mit den Tasten drücken. Oder kannst abends ins Casino gehen und Glücksspiel betreiben und Geld verdienen, um scharfe Badeanzüge zu kaufen. Was? Und genau darum geht's in diesem ganzen Spiel. Und mehr geht's nicht. Du hast so ein Minispielchen und kaufst Klamotten für die Weiber. Und wir können jetzt einfach mal hier so. Ja, hier sind so Charakterdinger, ne? Aber ich meine, wenn man die Bilder sieht, dann hat man alles vom Spiel gesehen, worum es da geht im Prinzip. Weil es geht wirklich darum, Mädels knapp angezogen, dicke Titten, große Ärsche, hüpfen durch die Gegend. Und dann kannst du sogar noch Fotos schießen von denen und die dir dann später in deinem Fotobuch angucken. Und es gibt, glaube ich, einen Grund, warum der dritte Teil jetzt auf Xbox One nicht in Europa erscheint. Und die Japaner haben sogar den Grund geliefert, weil da gibt es irgend so ein, wie hieß das, so eine Art Herrschafts- Haustiermodus oder keine Ahnung, es gab ein Wort dafür. Und da kannst du dann irgendwie mit den Frauen so spielen und die Sachen machen lassen. Und weil die Japaner keinen Bock auf eine Sexismus-Diskussion in Europa haben, bringen sie das Spiel einfach nur in Japan raus. Und das richtig Geile ist, hier ist noch eine Testversion für Xbox Live von 48 Stunden drin und die ist sogar noch nicht eingelöst. Also dieses Rubbelfeld hier ist sogar noch zu. Fand ich geil. Mal gucken, weil ich die einlöse. Aber ja, Dead or Alive Extreme 2. Ich mach mal wieder mit dem Film weiter. Ein Spiel für die Frau im Haus. Die wird da sehr viel Spaß mit haben. Dann werde ich gleich morgen ran. Was denn? Du, gab's ja gestern, nee, vorgestern. Gestern hätte ich sagen müssen, als wir es gestern gedreht haben. Hat's ja vorgestern mal kurz drinne. Es ist genau das, was ich beschrieben habe. Es ist nicht mehr. Aber ich habe auch nicht mehr erwartet, muss ich dazu sagen. Und für 6 Euro irgendwas, ich glaube 6,39, da steht es da irgendwo. Ach, du redest gerade mit mir. Jetzt habe ich mich im Schnellsitz hier auf die Couch gesetzt. Jetzt komme ich da mal ran. So. 6 irgendwas habe ich geguckt. Hier, 6,49. Also wenn ich mal überlege, das hat mal 60 Euro gekostet, als es rauskam. Jetzt habe ich ein Zehntel des Preises bezahlt. Und das ist die Anleitung ist über 50 Seiten dick. Das muss man sich mal vorstellen. Es gab mal Spieleanleitungen, die über 50 Seiten dick waren. Es gab sogar mal richtige Bücher in so Spielen drin, nur als Spielanleitung. Wenn du dir heute anguckst, da ist manchmal nicht mal mehr Papier drin. So, ich mache jetzt weiter mit einem Film, wie bei Alice in Wunderland. Den habe ich ein paar Tage vorher erst auf dem Flohmarkt entdeckt quasi und dachte mir so, Mensch. Ah, den hatten wir schon mal in diesem Halbflohmarkt in der Hand. Ja, aber da hatte ich ihn nicht auf der Liste gesetzt und danach wieder vergessen. Und ich dachte mir mal so, jetzt nimmst du ihn mit. Oder habe ich den schon gekauft? Jetzt, wo du halt im Flohmarkt sagst, habe ich ihn da schon gekauft? Nicht, dass ich wüsste. Weil der war auch nicht gut erhalten. Okay, ich hoffe, dass ich den nicht jetzt doppelt gekauft habe. Ansonsten war der billig auch nur. Ansonsten schreibst du lieber an und saß hier als Kacke. Genau, ein Film mit Charlie Sheen. Den gab es da auf dem Flohmarkt auch wie der andere für 2 Euro. Aber. Nee, nicht wie der andere. Es war ja eine Blu-ray, die war ein bisschen teurer, ne? Aber egal. Nee, schrei, wenn du kannst, genau. Wie schrei, wenn du kannst, gab es den da für 2 Euro. Und da dachte ich mir so. Nö,
Kauf sie lieber bei Rebuy, ist billiger, 99 Cent oder so. Und auf dem Flohmarkt war das in diesem Jewel Case, weißt du, diese Plastehüllen, die wie CD-Hüllen ausschauen, ne? Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Gibt es meistens bei Musik-DVDs, diese Jewel Cases. Also ich habe viele Musik-DVDs in solchen Aufmachungen. Gibt es aber auch hier bei The Guest, ne? Als Blu-ray. Gibt es auch bei The Guest, genau. Und ich hab mir gedacht, so wie beim Snapper, ich riskiere es mal, auf den Jewel Case kostet. Und entweder kriege ich dann wieder das Jewel Case bei Rebuy oder ich habe Glück und habe dann eine ordentliche Emery. Und diesmal hat es geklappt. Ich habe eine normale Emery. Nicht ganz CMV so gut. CMV bringt die übrigens auch raus, ne? Dann nennen sie aber Glasboxen. Ja. Nicht ganz so gut erhalten. Die Hülle ist ganz schön angegrabbelt. Durchsichtig von innen. Da ist mit Ersatz ein bisschen schwer, weil ich habe meistens. Wir haben ja nur schwarze. Ne? Aber egal. Kriegt man trotzdem eine Ersatzhülle irgendwo her. Ja, schwarze. Serial Killer. Hat ein Buch geschrieben, das weiß ich noch irgendwie. Pass auf, jetzt hat er, glaube ich, kein Buch geschrieben. Wetten das? Ich sag mal, Matt und ist ein Politfüller. Er ist auf jeden Fall Ermittler. Vielleicht hat er auch kein Buch geschrieben, aber er ist Ermittler und hat da halt irgendwie doch, Erfahrung. Ein Buch? Doch. Über die Jagd auf Serienkiller. Sag ich doch. Nichts Falsches erzählt diesmal. Und wird dann halt quasi bei einem Serien. Killer Dingsbums, glaube ich, zum Rad gezogen oder so. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein riesen Charlie Sheen-Fan. Also mit Two and a Half Men kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Und auch dieses Arrested Development. Nee, das war jetzt was anderes. Anger Management. So war das. Nicht Arrested Development. Da noch Arrested genauso Development wie ich, ne? Ist die lustige also, Serie. Aber ich kann mit beiden nur gar nichts anfangen. So, und deswegen. Ich fand ihn aber früher ganz nett so und jetzt habe ich mir den mal mitgebracht. Ich finde ja diesen einen Film geil, wo fand ich als Kind ziemlich gut, wo er da irgendwie, eigentlich total dämlich, bei der Tanke die Frau als Geiseln. Chase. Arschteuer, aber. Total dummer Film. Das Ding ist, der ist total teuer geworden. Wenn, ich habe mal geguckt, ne, weil, ey, was du dafür zahlen sollst, ey, das ist so wie Corinna oder Curly Sue. Ich hab noch was viel Schlimmeres da als Corinna ein Scheiß gegen. Vier lieben dich? Der ist auch noch ein Scheiß dagegen. Ich habe den teuersten Film in meinem Einkaufswagen gefunden, auf meinem Merkzettel gefunden, der auch anwesend war bei Rebuy, für 68 Euro und ein paar zerquetschte. Kann ich toppen. Simon Birch. Kann ich toppen. 68 Euro, nur die normale also DVD. Also jetzt nicht, was anwesend ist, sondern was man kaufen kann, ist dieses eine Metal Pack von diesem Godzilla-Film. Das 100. ist ja ein Metal Pack, es geht um eine normale Emery. 68 Euro wollen wir. Ja, aber du, 169 Euro für eine DVD, Doppel-DVD-Fassung in so einem Metal Pack. Gut, die ist auf 2000 Stück limitiert, aber 169 Euro? Aber falls jemand Simon Birch für weniger abgeben möchte. Simon Birch. Ich such den noch. Sag dir irgendwas. Ist mit so einem Kalking noch, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Geht, von den wenigen. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe den mal jetzt gesehen. Ich glaube, er ist so ein kleiner, doch glaube ich ein bisschen. Warte, wenn ich jetzt. Steinigt mich, wenn das jetzt falsch ist. Ich glaube, er ist ein bisschen gehbehindert und trifft dann auf so einen großen. Nee, das ist jetzt glaube ich ein anderer Film. Ja, können wir einfach weitermachen. Ist egal, wir machen weiter. Hier, Serial Killer. Und dann habe noch einen anderen für 48 da auch im Einkaufswagen gefunden. Aber habe ich vergessen. Ach ja, hier, dieses Jack and Sarah oder wie hier, ne? Oder wie der. Also ich habe ein paar auf meiner Rebuy-Merkliste, die auch gerade da sind, aber die gibt es nicht unter 20 Euro. So ein paar, so 5, 6, 7 Stück. So, das finde ich echt Wahnsinn. Wenn man bedenkt, gut, damals, als die DVDs rauskamen, waren sie vielleicht noch mal ein bisschen so teuer. Ja, so ein bisschen so nah dran an, so teuer zu sein. Boah, meine Güte, heutzutage ist das echt ein Preis und ich kriege gerade Hunger. Machen wir weiter. Ja, mal ein deutscher Film hier. Deutsche Filme. Also aus den 90ern noch, ne? Ich guck doch keinen. Guck gerade mal, ob der irgendwie steht, von wann der ist. Also der ist Anfang 2000er. Und der ist nur ab 16, weil der Kurzfilm, der hier drauf ist, ab 16 ist, wie ich gerade sehe. Weil der eigentliche Film ist ab 12. Mhm. Und zwar Schule mit Daniel Brühl in jungen Jahren, möchte ich sagen. Und zwar geht es darum, letztes Schuljahr, kurz vorm Abi. Letzte, ein Abend am See im Sommer, so wie früher, 24 Stunden neben einer Clique kurz vor dem Abitur. Na, richtig geiler Film. Allein Schnubbi. Also jeder, der Film gesehen hat, weiß, was Schnubbi heißt. Und was ich noch geiler finde, ist hier diese Karte hier drin, die es früher gab. So mit so geilen Fragen wie, welche DVD ist diese Karte genommen worden? Welche DVD haben sie vor dieser DVD gekauft? Wie viel hat diese gekostet? Und das richtig geile ist jetzt, wie viele DVDs kaufen sie im Monat?
Ja, die Auswahlmöglichkeit. Gibt's nicht. Gibt's, ach, die gibt's, da gibt's ja nicht mal eine Streifen für. Mhm. Aber richtig, irgendwo war hier noch irgendwas richtig Geiles. Genau. Wie viel wären Sie bereit für eine Special Edition inklusive umfangreichen Bonusmaterial mehr auszugeben? Weil vorher ist die Frage, wie viel geben Sie durchschnittlich für eine DVD aus? 99 Cent. Und noch besser finde ich, wie wurden Sie auf diese DVD aufmerksam? Pressebericht, Anzeigenwerbung, durch Freunde im Laden, Radio, TV, Internet. Oder noch besser, was gefällt Ihnen speziell an dieser DVD, dass es sie gibt? Und was ich aber schlecht finde, ist, hier ist auch noch so ein Flyerchen drin. Das sieht man jetzt vielleicht nicht, aber dieses Bild hier drauf ist total pixelig. So pixelig wie unsere Kamera, also fällt es euch wahrscheinlich. Und der Bonusfilm, der übrigens drauf ist, das ist ein Kurzfilm des Regisseurs Marco Petri und heißt Poppen. Und der ist ab 16. Ja, das ist nicht das Ding, wo die da um Keks herumsitzen und drauf wichsen wollen. Nein, das war crazy. Ach, das war crazy. Hier geht's darum. Also, sie wollen ja nicht drauf wichsen, ne? Doch, sie wichsen doch. Ach, doch, trifft, wer am schnellsten, so war das. Wer als ne? letztes trifft, muss das essen, ne? Mhm. Nee, hier geht's wirklich so darum: Abitur. Okay. Axel Stein schwitzt in einer Mathe-Abi-Prüfung. Mhm. Er ist hier der Streber, der dann am Schluss die heiße Schnecke bumst. Völlig bekifft. Er ist der Kiffer, er ist der Arschloch, was nicht wegkommt. Also ist vor Jahren von der Schule geflogen und ist dann nie weggekommen aus dem Ort. Er ist so der Held, er ist der Fremdpopper. Und die beiden drehen den Abi-Film und filmen dann einfach auch so, einfach mal ihre Lehrer mitten im Unterricht. Und rastet der eine Lehrer, der rastet immer voll aus. Der schreit dann immer nur rum und sowas durch die ganze Schule. Also die haben so eine ganz merkwürdige Schule, muss ich sagen. Also die sieht aus wie so eine Ami-Schule, so ein bisschen. Und die soll ja aber in Deutschland stehen. Und an so einer Schule wäre ich immer gern gewesen, sag ich dir. Also ich habe den ja gesehen, bevor ich Abi gemacht habe. Und dachte mir immer so, geil. So muss es sein, wenn du Abi machst. Und die war scheiße. Wir haben auch am Abendgymnasium Abi gemacht. Ja, aber trotzdem war das scheiße. Ich mache weiter mit einem Film, wo ich mich gefreut habe, dass es sogar noch quasi, es müsste die erste Auflage sein, weil es gibt eine Neuauflage, wo noch so ein komisches... Ein Rand ist. So ein komischer Rand, was wie bei Kung nicht Fu Panda. So geil fand. Das ist ein Dreamworks-Film, also ein Animationsfilm. Na, wie bei Kung Fu Panda, da ist genau. Ja auch so ein Rahmen jetzt. Und ich fand den nie so wirklich geil, ne? Also es gab bisher noch keinen Cover, wo der wirklich... Das ist der beste Mafia-Film aller Zeiten, oder? Ich rede von dem Rand. Das ist trotzdem der beste Mafia-Film aller Zeiten. Red nicht von dem Film! Ja, die Simpsons-Fans wissen jetzt, um was es geht. Man sagt das immer so, ne? Ja, die das wissen, also die das und das kennen, die wissen, um was es geht. Ich frage mich trotzdem, wie weit sie das immer wissen müssen. Wenn man Simpsons diese Folge kennt und allein dieser Satz, das ist der größte Mafia-Film aller Zeiten. Und er redet von diesem Film. Dann müsste man es wirklich wissen. Dann weiß man das. Auf jeden Fall, wie gesagt, schön, dass es nicht dieses Randcover ist und es, was auch abgebildet war. Also stehst du auf Ränder. Große Reihe, kleine Fische. Große Haie, kleine Fische von den Machern von Schreck. Ne? Also wenn das mal nichts ist. Habe ich, glaube ich, noch nie. Doch, habe ich schon gesehen. Ich habe es einmal gesehen. Habe ich schon gesehen. Und das Lustige ist, Christina Aguilera kommt in dem Film tatsächlich vor als Fisch. Als Fisch, ja. Aber auch nur in der Szene, die sie auch im Musikvideo verwurstet haben. Müssen wir uns bald mal angucken. Wir haben ja eigentlich schon fast alle Animationsfilme gesehen. Ja, wir haben noch Turbo. Turbo, ja. Und Ice Age 3 und 4 haben wir auch noch nicht geguckt. Ja, aber kenne ich ja im Prinzip. Und Rio. Na, ihr kennt ihn Rio aber nicht. Rio nicht, stimmt. Rio. Oh, wir müssen noch einige Animationsfilme. Rio gucken. Bravo haben wir noch nicht geguckt. Cool haben wir noch nicht gesehen. Ach, ist auch egal jetzt. Nummer 9, das haben wir noch nicht gesehen. Und Cars. Cars haben wir schon gesehen. Einzel. Ja. Große Haie, kleine Fische geht um... Findet Nemo mäßig um Fische. Aber eben halt nicht vermisste Fische. Schule war auch teuer, ne? Hat über 2 Euro gekostet. Oh mein Gott, war Schule teuer. Hat aber ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, was ich hier teilweise bezahlt habe. Liste jetzt ja sowieso. Der hat hier 99 Cent gekostet, deswegen habe ich den auch endlich mal mitgenommen. Und, achso, das sollte man vielleicht noch wissen: den gibt es nicht als Blu-ray. Ja, ist komisch, ne? Also kann man nur auf DVD kaufen. Aber ist doch irgendwie merkwürdig, den nicht auf Blu-ray. Schule, da unten steht da 1,99. Nein, doch nicht teuer. Nicht teuer. Der war auch nicht teuer. Und zwar Crime Wave, die Killer Akademie. Der zweite Film von Sam Raimi auf dem Flohmarkt entdeckt. Wie bei mir. Wollt ihr ihn mitnehmen? Dann hast du gesagt, nein, der ist scheiße enthalten. Ja gut, der ist jetzt leider nicht besser erhalten, ne? Aber billiger doch, gewesen. Von der Hülle her ist der besser. Okay. Das Problem ist nur,
Dass ich mich damals gefragt habe, halt, weil ich den noch nie gesehen habe, noch nie was davon gehört habe, was ist, wenn es den gar nicht mehr im Internet gibt? Dass das so ein seltenes Ding ist, wenn du den jetzt nicht mitnimmst, dann gibt es den nicht mehr. Ja. Wir sehen den doch noch. Noch. 99 Cent oder ist so. Irgendwie so eine rahmenschwarze Actionkomödie. Hast du schon reingehalten? Ja. Kein Wave. Lass mich mal näher ranhalten. Hässliches Cover, muss man ruhig mal ein bisschen näher sehen. Aber ey, als Sam Raimi-Sammler und Bruce Campbell-Sammler, der hier natürlich auch wieder mitspielt, und das Drehbuch ist von Ethan und Joel Coen. Ich mach mit meiner letzten Standard-Edition weiter, bevor der richtig geile Scheiß kommt und du hast hier nur so viel. Das ist ja geil. Haben noch 4 Standard-Editions. Fünf. Das war richtig viel. 4, 3. Und da. Naja. Achso, das ist ja noch, okay. Also 3 Standard und dann kommen, naja. 4 Standard. Ja, ich mach. Willst du weitermachen? Noch einmal, bevor ich meinen letzten reinhalte. Also meine, passend zur Schule, weil, na gut, ich hätte jetzt was anderes rein, aber passend zur Schule. Was passiert, wenn man nochmal seine Schulzeit erleben möchte? Genau, man macht den ganzen Scheiß, den man damals gemacht hat, nochmal, wenn man jetzt alt und feiert ist. Und zwar in Oldschool mit Will Ferrell, Ritz Vaughn und Luke Wilson. Hab ich vor zigtausend Jahren mal im Fernsehen gesehen. Und ich fand den gut. Ich fand den echt geil. Ein bisschen Feuerzangenbowle-mäßig? Nur, ja, also, American Pie trifft alte Säcke. Also, ich kann nicht mal mehr ganz genau sagen, worum es da hundertprozentig geht. Aber es ist halt irgendwie so, die Jungs sind halt alle verheiratet, haben Kinder und so. Und ja, die berühmteste Szene ist die hier auf der DVD, wo sie ganz gekickt schon Wilfreds Arsch mit dem Punkt ersetzt haben. Die feiern nämlich mit so ein paar College-Leuten und Wilfred besäuft sich ohne Ende und rennt dann nackt durch die Stadt. Also joggt so nackig, völlig rattenhart und dann fährt so ein Auto und dann sitzt da seine Frau und mit 2 Freundinnen drin und ich glaube seine Frau ist hier Lea Rimini oder Rimini oder wie die heißt und fährt dann so und meint so, ach guck mal den besoffenen Idioten an, der hier nackt rumrennt und dann merkt, das ist ihr Mann, ne? Und dann kommt wirklich nur so von Wilfred, hallo Schätzchen. Und die ist total pisst alle und der ist so rattenhart, er rennt da nackt durch die Gegend. Großartig, also an was ich fand ihn echt großartig. Ich könnte aber nichts mehr zur Story erzählen oder wie das ausgeht. Aber so was ich, an was mich erinnere, fand ich richtig geil. Hat mich gut unterhalten. Den nächsten Film habe ich auch vor langer Zeit mal gesehen. Ist leider keine Komödie. Also ich kann da jetzt nicht irgendwelche lustigen Anekdoten aus dem Film erzählen. Ich weiß eigentlich nur noch so viel. Vielleicht sollte ich euch vorher den Film reinhalten, bevor ich sage, um was es geht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist ein Liam Neeson-Film, weshalb ich ihn auch gekauft habe. Und zwar Neil oder Nell? Neil. Nell? Nell. Nell. Kurze Szene. Mit Jodie Foster auch noch dazu, die dann auch den gleichnamigen Hauptcharakter spielt. Sie ist im Wald aufgewachsen, irgend so ein Häuschen, warum weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist aber auch, sollte man auch nicht erzählen, weil ich glaube, es kommt zum Schluss nochmal so ein bisschen. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Und hat, glaube ich, das Sprechen auch nie wirklich gelernt. Auf jeden Fall wird sie irgendwann gefunden. Und naja, und dann ist es halt so. Es ist eher so ein Psychodrama. The Woman? Nur in der Nein, Woman? Ja, es ist so eher so ein Psychodrama. Ich glaube, dieser Weg in die Welt oder die Probleme, die sie dann auch hat, nachher quasi in die normale Zivilisation zu kommen und so, irgendwie so. Wenn es nicht so ist, tut es mir jetzt leid, habe ich mich schon wieder mal blamiert. Wäre nicht das erste Mal. Ja, Liam Neeson war sogar relativ teuer mit 2,79 € für eine DVD. Ist schon recht viel Geld bei Rebuy. Oldschool hat ja auch so eins irgendwas gekostet, ne? Könnte ich dir nachher gleich sagen, wenn du weiterredest. Ach, da steht es ja sogar. 1,49 €, ja. Wenn ich mich jetzt nicht in der Zeile irre. Und ja, aber wollte ich gerne haben. Habe ich, wie gesagt, habe ich auch schon einmal gesehen und bin auch froh, dass ich den in so einer schönen. Ich weiß gar nicht, ob es eine zweite Flagge gibt, aber diesen schönen Cover noch, finde ich ja schön. Also in dieser Oldschool-Cover. Falls es da überhaupt eine neue Auflage mit einem neuen Cover gibt, weiß ich nicht. Ja. Ich habe hier endlich mal einen Film mitgenommen. Den wollte ich schon kaufen, als er rauskam. Da war mir aber zu teuer für so einen Film. Und inzwischen sieht man den nicht mehr irgendwo rumliegen. Ja. Das ist total bekloppt, als ob es den nicht mehr gibt. Es mir nie gegeben hätte. Und erst wollte ich mir den ja auf Blu-ray kaufen.
Dann fiel mir jetzt aber, dann war der jetzt aber nur da auf DVD. Und dann dachte ich mir so, ach scheiße, die anderen aus dieser Reihe hast du auch nur auf DVD. Also nimmst du den jetzt auch mit auf DVD. Und zwar Strippers vs. Werewolves in einer rosafarbenen Hülle. Der einzige Grund, warum du den Film haben wolltest. Nein, wegen Strippers vs. Werewolves. Hey, komm, die rosane Hülle ist der Grund, warum du auf diesen Film aufmerksam wurdest. Ja, weil ich jeden dieser Filme in so einer Special-Hülle habe. Ich habe Zombie-Strippers in durchsichtig und Strippers vs. Zombies in rot. Und jetzt habe ich das hier in rosa. Und es gibt wohl noch von 2012 nochmal Strippers vs. Zombies, aber den gibt es noch nicht in Deutschland auf DVD, sondern nur als US-Import. Ihr seid Zeuge, du darfst den Film alleine gucken. Das wundert mich nicht. Ah, das ist. Ey, allein schon Robert England wieder, das wird großartig. Ach, Robert England? Na gut, das wäre vielleicht der einzige Grund, warum ich vielleicht mitgucken würde überhaupt. Ach ja, Mensch, gar nicht gesehen. Robert England spielt damit. So, da im. Als Wolke. Über die Mädels guckend. Ja, er ist irgendwie der Anführer der Werwölfe oder so. Interessant. Aber es wird großer Spaß. Also, ich sag mal so, wer Zombies-Trippers... Vorne die Strippers. Versus Werwolves... Und hinten? Zombies... Zombies-Trippers und Strippers versus Zombies. Also ganz ehrlich, da kann das nicht scheiße werden. Also gerade sowas finde ich immer sehr lustig. Das kann... Hier, macht euch für den unverschämtesten Horrorfilm des Jahres bereit. So. Ja, ich habe nur noch die Special Editions eigentlich noch nicht reinhalten. Special Editions? Mehrmals? Naja, also das sind ja auch teilweise deine. Also. Deswegen will ich sie auch nicht reinhalten. Ich habe hier einen original eingepackten Film. Haben wir ja schon angezeigt. Wo ich hoffe, dass da ein Wendecover zu ist. Und zwar habe ich lange überlegt, den zu kaufen. Pleasantville gibt es auch auf Blu-ray. Aber das Cover ist hässlich. Jetzt habe ich ihn auf DVD mitgenommen. Wollte leider eigentlich auch mit den hässlichen. Nee, das ist sogar eine das Cover der Erstauflage. Ach so. Nur halt mit Flatschen. Also meine Version gibt es bei der OFDB nicht, weil es gibt kein, wo steht Flatschen. Aber ich wollte den Film endlich haben, weil ich finde, es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Übrigens mal für 7,99. Bei Sony Music verkauft. Oder als Sony Music verkauft. Ist der Film überhaupt von Sony? Kein Wendecover. Du kannst das da reinklemmen. Schlecht. Alter, ist doch schlecht, ne? Eine durchsichtige Hülle, so eine halbe Sparhülle natürlich auch noch, die so ein bisschen eingedrückt ist. Und aber das Design ist auch gewöhnungsbedürftig. Aber dazu natürlich noch hier so ein Heftchen. Erstmal das hier, ne? Werbung. Und dann das Heftchen von mir aus. Aber hey, dafür original, ne? Also ich meine noch neu, meine ich. Also ich finde es auch nicht. Kann gerade ein bisschen kratzen. So eine Billo-Hülle. Die kannst du ja auch theoretisch austauschen. Und also nicht mal durchsichtige Hüllen kann man, wie gesagt, ja, die Blue nehmen. Soll. Falls jemand durchsichtige Hüllen abzugeben hat, hier. Also falls ihr die nicht braucht, schwarze Hüllen kann man kaufen, ne? Durchsichtige jetzt nicht so. Ich will jetzt weitermachen. Hab keine Lust, nochmal stillschweigen neben dir zu sitzen. Wir sammeln ja noch eine andere Reihe, also wir sammeln viele Reihen. Und werden hoffentlich auch nie alle irgendwann mal fertig haben, weil dann ist es langweilig. Dann hat man nichts mehr zu sammeln. Dann haben wir andere Filme. Genau, dann kaufen wir anderen Scheiß. Die haben wir mal vom lieben Christian abgekauft. Falls ihr euch daran erinnert, da gab es sogar ein extra Video. Und zwar rede ich von der Century Pre-Edition. Also wir haben nicht die ganze Reihe von ihm abgekauft. Nur ein Großteil. Ne? Also 4 oder 5 fehlen, ne? Ja, so viele fehlen jetzt nicht. Und haben jetzt endlich mal angefangen weiter zu kaufen und haben uns da für den billigsten Film, glaube ich, bei Rebuy von dieser Reihe entschieden, und zwar Independence Day. Aber den du ja nicht mal kennst. Nee, ich freue mich auch, dass wir den jetzt haben, weil dann können wir uns den angucken. Leider hat dieses Ding einen Schaden. Die Rückseite, das Cover fehlt. Also dieses Blatt Papier fehlt. Falls jemand dieses Blatt Papier hat und dem das scheißegal ist, dass er dieses Ding hat oder nicht hat. Wir würden das gerne haben. Wir könnten es theoretisch zurückschicken und theoretisch hätten wir es auch gemacht, aber
Diese Edition ist quasi makellos, als wenn die gerade aus der Papier, aus dem Papier entfohlen wurde. Hier ist nicht eine wirklich nennenswerte Stoßkante. Und ich dachte mir, ehe wir das Ding zurückschicken zu Rebuy, eine neue kaufen und die hat vielleicht das Rückpapier, aber ist total scheiße erhalten, behalten wir lieber diese etwas schlechtere und hoffen, dass wir dieses Papierstück irgendwie heranbekommen. Ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich komplett. Hoffe ich. Aber es sieht ganz gut aus. Hier sind so jede Menge Flyer-Zeugs, auch dieses eine Ding da, wo ein paar Informationen drin stehen. Und dann packen wir es einfach mal kurz auf. Und da haben wir dann, ne? Aber ich denke mal, das müssen wir jetzt gar nicht so im Detail vorstellen. Ich weiß nicht, ob es davon Videos gibt. Doch, wir stellen es jetzt mal kurz im Detail vor. Du machst die rechte, ich die linke. Weil ich finde, das ist doch ganz cool designt hier. Gucken Sie mal! Ist das nicht geil oder was? Ist das eigentlich jetzt der Director's Cut? Gute Frage. Nächste Frage weiß ich nicht. Zurückkommen muss noch die Blu-ray. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also, wir wollten die ja in erster Linie auch wegen der Edition haben. Und. Ob es der Director's Cut ist, weiß ich nicht. Steht das vorne drauf? Nicht eindeutig. Müsste man nochmal gucken. Oder es weiß garantiert einer von euch. Ob das der Director's Cut ist oder nicht. Bis die uns das aber geschrieben haben, wissen wir es über die OFDB. Oder auch nicht, weil wir zu faul sind zu gucken. Ja, muss ich ja nur eintragen. Ja, aber ob ich denn gucke? Das steht ja, wenn denn da. Steht jetzt hier nicht eindeutig drauf. Also könnte es nicht der Director's Cut sein. Wird ja schon als teilweise als gecuttet gewertet, manchmal, wenn es nicht der Director's Cut ist. Was ich ja ganz geil finde, ist das Booklet. Wenn es drin ist, geht das mit dem Design hier einher. Das finde ich ganz cool gelöst. Also es zerstört nicht den Anblick des Bildes, sondern macht quasi... Wenn du den Film erstmal gesehen hast und weißt, was das ist. Ja, ich habe den wirklich noch nicht gesehen. Also ausschnittshalber im TV, ja, aber mehr auch nicht. Ja, wie gesagt, falls jemand wirklich dieses Papier nicht braucht, übrigens in einer Gruppe verkauft einer alle. In einer Facebook-Gruppe. Selbst mit Terminator und so? Alle. Aber ich weiß, er bietet es halt als Komplettpaket an. Aber ganz ehrlich, alle für 220. Das ist ja billig. Aber wir haben ja schon Wenn du dir mal überlegst, was allein Terminator teilweise kostet. Ich habe mir überlegt, ihn anzuschreiben, habe es dann vergessen. Schlimmstenfalls ist es jetzt schon weg. Ja, C3 Edition, wie gesagt, die Qualität an sich ist geil und jedem dem scheißegal ist, ob das Ding drauf ist oder nicht, der wäre hier glücklich gewesen. Wir sind nur so semi-glücklich. Ja. Aber letztendlich steht es ja so im Regal. Apropos Cut-Version, ich habe hier eine Cut-Version und ich weiß das auch. Ach so. Und zwar die Doppel-DVD-Edition von Godzilla, das Original, auf DVD. Der Grund, warum ich das habe, ist nicht die deutsche Kinofassung. Die habe ich auch auf der Blu-ray. Die ist mir egal, da ist nämlich auch die Anfassung drauf. Sondern ist diese Fassung hier, die US-Version, wo angeblich Raymond Burr in Japan war, als Godzilla da gewütet hat. Jetzt kommt der Gag, die haben extra Szenen mit Raymond Burr gedreht und in den Film aus Japan reingeschnitten und dafür andere Szenen rausgeschnitten, um das für den amerikanischen Markt, guckbar zu machen, weil 54, ich sag nur 13 Jahre nach Pearl Harbor, sind die Leute jetzt in Amerika nicht gerade in die Kinos geschwimmt, wenn da ein Film aus Japan kam. Ne? Und das Lustige ist, hier wird von irgendwie einem US-Remake von 98 von Roland Emmerich über Godzilla geredet, aber das kenne ich gar nicht. Da gab es ein Remake von Roland Emmerich? Von Godzilla? Ich weiß, der hat so einen Echsenfilm gemacht, aber Godzilla? War das nicht. Du bist schon wieder Witzbold. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Geht nicht, Klemme. So, für 3 Euro irgendwas, weiß gar nicht, das hier war auch gar nicht so billig, Godzilla. Auch ein paar Euro. Ich kann mal jetzt so sagen, guck mal, Godzilla. Wir sind mal ein bisschen fanfreundlich und sagen jetzt nicht, guckt einfach in die Kommentare nach. In die Infobox. 2,99 Godzilla. Ja, geht ja doch noch. Und das, was du jetzt reinhalten wirst, waren kostet 3 Euro irgendwas. 3,29. Genau. Und zwar die erste Staffel Xena in der limitierten Sonderedition, wo ja alle sagen, die Bildqualität ist unterirdisch. Haben wir so mal das Finale, gibt es auch als Director's Cut DVD. Haben wir so immer auf die Liste gepackt, ne? Hab ich die erste Staffel. Die Movie, ne? X. Genau. Xena The Movie. Staffel 1, 8 DVDs, 7 DVDs, eine CD-ROM-Version sozusagen. Hast du mal geguckt, ob die auch alle gut erhalten sind? Nicht jetzt, bitte. Ja, ich glaube. Okay, solltest du mal gucken. Ja, Xena. Ich sammle beide Serien, also Herkules und Xena. Und ja, jetzt habe ich eine Staffel Xena und eine Staffel... Herkules.
Und mir fällt gerade mal auf, ne, hier steht ihr. Und hier ist so ein X auf dem Spine. Hier oben steht ihr. Und ich habe so eine Ahnung, was da rauskommt. Ja, das wird nachher ein Bild. Das können wir euch mal zeigen, weil wir alle haben. Aber ganz ehrlich, ich finde das geil. Dass sie das, hoffentlich haben sie es auch durchgezogen bis zum Ende oder es passt halbwegs und nicht, dass hier irgendwie der Spine irgendwie versaut ist. Nee, nee, das ist ja diese limitierte Sonderedition. Das kannst du auch als Komplettpaket kaufen. Okay. Zahlst du aber 80, 90 Euro für 6 DVD-Staffeln. Ist aber leider für die, die vielleicht wieder wissen wollen, wie die Qualität so ist, nicht ganz so gut erhalten. Ne? Also da ist schon mal eine richtig dolle Stoßkante und die hatten hier so ein dickes, fettes Gummi zum Beispiel rum, weshalb hier teilweise... Aber das Pappding ist auch echt billo. Ja, also es ist... Das ist aber auch richtig billige Pappe. Ja. So, jetzt machen wir mal mit einem richtig geilen Scheiß weiter. Das letzte kommt zum Schluss und es war nicht mal teuer. Es hat auch nicht viel Geld gekostet. 3 Euro irgendwas, ne? Oder 4. Ich guck vorher, bevor wir es reinhalten. Ich find's nicht. Du Funktion. Ich find's nicht. Ich bin zu weit weg vom Laptop. Warum sonst? Wir haben es nicht mal bezahlt und es war trotzdem im Paket drin. Ach da, 4,29. Also nicht der Rede wert. Haben viele von euch zu Hause wahrscheinlich schon rumstehen. Wir haben den Film auch schon einmal? Du hast ihn nicht, ne? Wir haben den auch jetzt schon einmal hier rumstehen. Ich wollte ihn mir auch eigentlich nicht kaufen, weil ich ihn gar nicht so gut fand. Ja, unter den King-Verfilmungen. Du fandst ihn, hast du ja gesagt, das ist ein Lieblingsfilm oder so. Ach Quatsch, das war Claudia. Du fandst ihn aber auch gut. Ich fand ihn okay, aber ich fand ihn nicht so gut. Und du hast ihn ja auch nur wegen John Cusack gekauft. Nicht, weil ich ihn gut fand. Für ja, damals habe ich ihn gekauft wegen 20. Nee, was hast du da? 429. Die Dreier Disc Limited Collectors Box von Zimmer 1408. Genau. Zustand ist okay. Hat ein paar kleine Dellen. Ach, was ich dumm fand, die haben wir hier... So ein Ding da vorne drin und da haben sie das Digipack. Also sie haben es so reingelegt und da war das Digipack drin. Total bescheuert. So, dazu gab es 3 Kärtchen. So Wendekärtchen. Nur mal für euch ein bisschen näher. Aber ich glaube, die kennen und auf dem dritten sind die Filminformationen. Das ist sogar eine Nummer drauf. Ja, das ist limitiert. Also die Filminformation. Tatsächlich, ich habe geguckt, es sind nur diese 3 Kärtchen. Also wir haben es wirklich komplett. Wir haben uns ja erstmal geärgert, als wir es angekommen haben, weil wir haben diese Filminformation nicht gefunden. Ne? Weil die Kärtchen waren halt so drin. Na, hast schon gesagt, geh zurück. Ja, sofort gesagt, geh zurück. Oh, in dem Fall dann wirklich, weil es einfach so ist. Aber es ist drauf und wir haben die Nummer. 19.000. Schieß mich. Aber ich vergessen. 557. Eine ziemlich nette Nummer. So, dann haben wir hier das Digipack. Ich habe ja echt gedacht, bei 4,89 oder 29 kommt nur das hier. Ja. Ich habe echt gedacht, kommt nur das. Digipack, Spine, Rückseite, aufgeklappt. Einmal John Cusack und Samuel L. Jackson. Und dann haben wir hier einmal noch meine Karte und die 3 DVDs. Und zwar alle in Gold. Gestalten, also hier so nochmal das Bild, was hier auch irgendwo ist. Hier sind auch leicht beschädigt, naja, egal. Aber ich finde die, echt die immer noch sehr gut. Und hinter den DVDs sind übrigens auch nochmal Bilder. Director's Cut. Kinofassung. Und Bonusmaterial. Was mir gerade mal auffällt, ist, dass diese Plastikhalterungen nicht ganz so geil geklebt sind, weil die gucken unten rüber. Mhm, aber da kann der Verkäufer nichts. Da, siehst du das? Mhm. Dann haben wir hier nochmal die. Also die gucken hier unten, also die sind ja auf diese Pappe raufgeklebt und gucken hier runter. Ja. Also man kann sie von hinten sehen. Das ist echt gut. Aber das wird wahrscheinlich, also wenn sie das nicht gerade, wenn sie gerade rausgefallen ist und derjenige hat es wieder reingeklebt, ist das. Sag mal so, irgendwann wird sich das bestimmt nochmal lösen. Und dann gehe ich zu meinem guten Freund Christian. Okay. Und der klebt uns das. Der klebt uns seine, ne? Er kann, aber der kann das echt gut. Ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch unsere Pappschuber da schon zum Teil geklebt. Ja. Wir sollten mal lernen, das selber zu machen und ihn nicht immer zu behelligen. Ja. Das sah auch gar nicht so kompliziert aus, aber irgendwie. Miese Freunde sind wir. Sowieso. Da können sie, glaube ich, alle ein Lied von singen. Welches Bild willst du denn vorne reinmachen? Ich finde ja immer das, was wirklich. Also, ausgestellt war immer noch am besten. Ne?
Also die anderen sehen... Ich weiß gar nicht, was ausgestellt war. Na, das hier, das Mädel ist ausgestellt. Ja, aber ich finde das auch am besten. Es passt wirklich am besten. Weil Samuel L. Jackson... Die anderen passen nicht. Also die Dinger sind dafür da. Also Samuel L. Jackson ist halb abgeschnitten. So. Was gar nicht geht, in meinen Augen. Naja, geht nur, aber sieht scheiße aus. Sieht auch scheiße aus hier. Habe ich schon geguckt. Auch nicht geil. Und was richtig scheiße ist... Ja, das ist richtig die scheiße. Die Filminfos. Die sollte man nicht hinten draufmachen. Also das Dumme ist, ne, die sind jetzt schon ab und man muss sie abmachen, um diese Bilder haben. Aber eigentlich hätte ich die lieber hinten drauf. Aber auch bei Halloween heißt es ja abgemacht. Weil ich habe mir diese Box nur gekauft, weil ich die Halloween-Boxen habe. Und die sind aus einer Reihe, sozusagen. Also es sind so diese vier Boxen. Also es gibt noch der Nebel, das ist aber ein bisschen teurer. War auch noch nicht da. Also bisher habe ich die nicht online gesehen. Aber der Nebel war nicht das Ding, was ich stehen gelassen habe bei der Börse. Doch. Das war das, was du wieder hingestellt hast und dann weg war. Und, Scheiße. Ich sag mal so, das ist noch so die eine, die will ich noch haben, damit ich diese auch komplett habe. Nee, du musst das Bild da so reinmachen, denn es ist vorne, weißt du? Das hat ja hier so eine... Ach so. Weißt du? Dann ist es auch vorne an der Packung drin. Guck besser durch den Spiegel. Also es rutscht natürlich dann immer noch nach hinten, aber... Aber jetzt ist es vorne. Es ist weiter vorne. Ja! Wir wurden belohnt bei Rewey oder von Rewey. Also ich finde, wie gesagt, also wenn du die nicht haben willst, kaufe ich dir die gerne. Nein, darum geht es jetzt nicht. Ich meine jetzt, wie das Bild da drin hängt. Nein, ich meine jetzt, weil du meintest, die Qualität ist nicht so gut. Ja, und wir sind durch. Oder ist noch was drin? Welche Qualität ist nicht so gut? Aber es ist diesmal gar kein Beipackzettel, ne? Wo drin steht, was du da gehabt hast. Naja, war ein Bettgutschein bei Bed at Home für 5 Euro. Oder ein Genießergutschein von Bofrost im Wert von 15 Euro. Ist leer. Beim nächsten Mal drehen wir das Beste. Oh. Aber das Geilste ist auch, du musst für mindestens 45 Euro einkaufen, um 15 Euro zu sparen. Wir wollten gestern eigentlich schon wieder bei... Also ich wollte gestern wieder bei Rewey bestellen. Und ich wollte das und dann kam, wie gesagt, der Bandkollege und hat mich zur Probe eingeladen. Also wer jetzt vorgespult hat und nicht gesehen hat, dass wir zwischendurch... Also, ne? ja, egal. Ich hoffe, es hat irgendwie für euch trotzdem funktioniert, trotz der Pause. Ist nämlich immer nicht so einfach, wenn man so rausgeworfen wird aus so einem Video. Also was heißt nicht ganz so einfach, ist ja noch nie passiert, ne? Aber es ist echt komisch gewesen, jetzt so wieder weiterzumachen, weil man irgendwie diesen Flow von gestern nicht mehr hatte. Ne? Aber egal, ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie funktioniert für euch. Und wir haben uns nicht allzu oft wiederholt. Ich glaube, wir sind jetzt sehr langsam geworden. Wir waren gestern etwas schneller, weil das Video geht auf jeden Fall über eine Stunde, weil der Teil geht ja jetzt schon 51 Minuten hier. Vielleicht drehen wir jetzt noch das Top 10 Video, also eins von den drei. Geht doch kacken. Und dann müssen wir auch noch einkaufen. Dann ruft noch Ralf an und dann wollen wir auch noch endlich Tribute von Panem Mockingjay Teil 2 sehen. Der scheiße sein soll. Und dann wollen wir auch noch zum Mediamarkt? Das ist ja eine Frage. Achso, vielleicht fahren wir auch noch zum Mediamarkt und es ist jetzt gerade übrigens 17 Uhr, 6. Also es ist, mal gucken, vielleicht drehen wir heute das Video doch noch nicht. Kommt aber. Auf jeden Fall, denn ich bin scharf auf solche Videos. Ich habe morgen leider eine Tagschicht. Mäh. Das ist so vollkommen für den Arsch. Ja? Also da, wo Sonnenlicht ist, arbeite ich. Mäh, ihr Schafe. Ist aus? Babe. Ganz einfach. Mäh. Babe. Wo ist denn hier für Schafe? Mäh. Kennst du das nicht? Kurt Krömer. Nee, super kenn ich geil. Nicht. Ich komme gleich wieder näher zu euch. Ich muss gleich schon wieder lachen. Ja, ich nicht, weil ich will hier gerade abmoderieren und du sabotierst mich die ganze Zeit. So ja, wir machen jetzt einfach Schluss an dieser Stelle. Bringt eh nichts mit ihm da neben mir. Guck noch einmal in die Kamera hier so. Guck in die Kamera, komm hier, Kamera gucken. Kann das nicht. Was ist hier mit deinem Kinnbart? Ich kann gerade nicht. Du musst abrasiert werden, haben wir noch gehört. Ja, komplett. Aber komplett. Ach, oh, ich wollte noch auf. Ich weiß, ihr guckt ja eh bis zum Ende, also kann ich jetzt auch antworten. Ja, noch kacken. Ich wollte noch auf diese eine Frage angehen, von wegen Bon Jovi. Ich weiß gar nicht, wer hat gefragt. Ach, scheiße. Ich habe dir jetzt gar keine Gedanken gemacht. Wir hatten da gefragt. Alucard Leone. Ja?
Oder war es LeChucky? LeChucky oder Lebende Leiche. Einer von den dreien. Definitiv, bin ich mir sicher. Ich glaube, Alucard Leone. Es ging darum, ab wann ich Bon Jovi... Oder scheiße was, fand? Ab wann ich Bon Jovi... Nee, wann die Scheiße wurde und was sind die wurde. Besten drei... Also, kurze Antwort. Ihr könnt ja jetzt abschalten. Ich habe mich ja schon verabschiedet. Für die, die es jetzt nicht interessiert. Ich finde Bon Jovi bis zum Crush-Album... Sehr geil, also mit diesem It's My Life-Album da, ne? Da habe ich sie auch angefangen zu hören, muss ich dazu sagen. Und bis dahin fand ich sie ziemlich geil, das Album danach ging noch gerade so. War ganz cool, weil es war wohl ein bisschen härter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Schlimm, ich kenne mich besser bei den Bon Jovi. Also ich hoffe, das ist das danach. Ich hoffe, das ist danach. Das war noch ganz cool und dann wurden sie ziemlich... Einheitsbrei halt, ne? Gut, kann man jetzt natürlich auch schon von damals sehen. Die besten Alben finde ich aber dann trotzdem noch Slippery When Wet und ich kann mich eigentlich nicht entscheiden. Keep Your Faith ist ziemlich geil und so. Also, irgendwie so, ne? Also die älteren. Wobei It's My Life, das Album, ach, das heißt ja nicht It's My Life, Crush, ist auch ziemlich geil. Damit habe ich angefangen, Bon Jovi zu hören. Also irgendwie alles nach Fahrenheit. Also das Album ausgeschlossen, alles nach, also ab Slippery When Wet bis Crush, finde ich ziemlich geil. Und davor nicht? Davor nicht unbedingt. Also das erste Album, was an deinem Geburtstag rauskam, findest du auch die ersten scheiße. Zwei Alben fand ich nicht so geil, du stehst ja total auf diesen einen Song da, mit diesem Synthesizer. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn jetzt eigentlich? Runaway war es nicht, das war In and Out, glaube ich. Aber so an sich, egal, ne, kurze Antwort. Jetzt krieg ich gerade Bock Bon Jovi zu hören. Können wir ja gleich im Auto machen. Erstmal Musik. Kacken. Und also meine Frage beantworte ich auch erst nach dem Kacken, weil ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Was war denn deine Frage? Irgendwas mit Slipknot und Korn und wer mehr Einfluss auf die Musik hatte oder so. Für dich jetzt, aber irgendwie so, ja, irgendwas mit Slipknot. Irgendwas aber mit hier Musik. Meine Antwort, ne? Also ich hoffe, es hat dich noch erreicht. Es sei denn, die Kamera ansonsten, hat das Video jetzt abgeschnitten. Ansonsten schreib, wenn du es nicht mehr gehört hast. Oder besser gesagt ist, schreib, wenn du es gehört hast, dann weiß ich, du hast es gehört. Ansonsten, wenn du nicht antwortest, dann muss ich wohl nochmal antworten. Machen wir ein 3-Stunden Fact-Video aus 2 Fragen. Genau, dann mache ich mir aber nochmal genau Gedanken über die Alben. Aber nein, ich weiß noch in etwa, wie die alle hießen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wie sie alle heißen. Manchmal ist das Problem immer, man nennt das Album dann It's My Life, ja, aber es heißt ja gar nicht so, nur weil der Song da drauf ist. Und manchmal heißt das Album wirklich so, wie Keep Your Faith zum Beispiel, da heißt das Album auch so. Wie der Song, ne? Das ist total bekloppt, da muss man auch ein bisschen überlegen. So, jetzt haben wir genug geschwafelt. Alle anderen denken sich nur, oh, die Idioten, jetzt fangen die noch mit so einem Scheiß an. Ich guck mal am besten da rein und nicht aufs Display, dann seht ihr mich auch. Idioten, die sich das gerade denken. Prost hier, ne? Prost! Boah, das ist an die Nase gesputzt. Wie hab ich denn das hingekriegt? An die Brille auch. Scheiße. Jetzt mal ich die aus. Ich muss kacken. Ich könnte das nur hinziehen und gucken, wann du endlich auf. Na, geh einfach. Tschüss! So, jetzt geht's scheißen. Jung. Ich knall hier mal so ein bisschen.